Aller guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zu Teil 3 von Blasphemous 2 mit uns Zweien. Und das ist mehr als eine. Und in 1 Sekunde geht's los. Sensationell, meine Damen und Herren. Sie haben gerade live und in Farbe erlebt. Also nicht ganz live, aber in Farbe zumindest. Und eigentlich auch live, weil wir nicht dran rumgeschnitten haben. Wie Anton Klaasen eine misslungene Cold Open-Moderation noch rettet. Sehr, sehr schlecht. Naja. Na doch, doch. Einfach doch, irgendwie doch, eine Zahl 1 da noch reinzufummeln und das ist. Okay, ja. Das nehme ich an. Also, das nehme ich an. Man muss auch mal Lob annehmen können, sagt Etienne Gardet zu Colin Gable. Und er sagt, beschämt neigt er sein Haupt zur Seite. Wir spielen Blasphemous 2. Wir sind gut dabei. Wir sind gerade im Kerker des Grauens, im sandigen Wahnsinn verhaftet. Anton ist am Pad. Anton hat letztes Mal gesagt, er hat Bock. Er hat 3 volle Flasks. Wir haben ein geiles neues Gebiet. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir stehen kurz vor der Begegnung mit einem Bossgegner. Vielleicht einen Blick noch auf die Karte, dann würde ich sagen, ab geht die, gab die Luzi. Du hast noch was? Ich finde, ich bin ganz deiner Meinung. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich wollte allerdings, bevor wir einen Blick auf die Karte werfen, nochmal in guter Channel-Management-Tradition natürlich dazu aufrufen, wenn ihr die Folgen weiter gucken wollt, lasst doch gerne ein Abonnement auf diesem Let's Play-Kanal hier da. Da freuen wir uns sehr. Dann habt ihr die ganzen Videos bequem auf eurer Startseite, bequem in der Abo-Box. Es ist einfach für euch und für uns die einfachere Kiste. Ja. Da freuen wir uns. Hast du gut gemacht. Das ist wirklich nicht unwichtig für uns, für alle, für euch. Für euch nur super, für uns gut. Gut ist es aber eben auch, dass wir jetzt endlich dazu kommen, diese wirklich gute Fortsetzung eines nicht ganz sauber polierten ersten Teils hier spielen zu dürfen. Blasphemous 2, ihr wisst es natürlich, Blasphemous 1, ein großer Überraschungshit, kann man sagen, der zum Glück neben geiler Artwork. Oh, komm auf die Karte. Jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Ja. So, wir haben es sogar schon hier angekündigt. Genau. Der neben schöner Optik auch ganz gutes Metroidvania-Gameplay hatte, mit gratis DLCs zur Perfektion, ja, also zumindest zu noch größere Weihe getrieben wurde. Sehr erfolgreich das Ganze. Mhm. Und Teil 2 ist jetzt am Start und wir haben bisher viel Spaß. Wir sind jetzt 5 Stunden drin, glaube ich, und es sind 5 sehr schöne Stunden. Also. Ja. Ich habe, es ist wie gesagt mein erster Ausritt in dieses Genre. Aha. Und ich glaube, auf dieses Pferd schwinge ich mich nochmal. Ja. Soll ich mich hier mal ganz vorsichtig mit Efeu-Funktion an der Wand irgendwie. Ja. Ich bitte sogar aus. Ah ja, gut, das war das ist jetzt natürlich tückisch. Ja, einfach runter und ran. Und runter. Ja, geht nicht so richtig. Loslassen. Einfach musst du lernen, loszulassen. Geht nicht? Nicht so richtig. Nach unten drücken? Ah! Der Mystiker! Oder Blitzschaden, Mann. Ach so, na gut, das war natürlich jetzt. Jetzt ist doof. Jetzt muss ich auf jeden Fall das Rondell nochmal neu laufen. Ja. Ah, oh, da oben ist ja dein Glockenboy. Mhm. Glockenboy, dein Herz erfreu. Immerhin die Tür rechts. Ach nee, das muss ich jetzt. Muss ich das auch nochmal machen? Nein, die ist, glaube ich, verschwunden. Ja, die ist weg. Das aber schon. Natürlich ist nicht da. Oh, boah, das war. Ja, das. Der hat voll reingesessen. Na gut, oben wartet ja wieder die Fiole der. Fiola. Fiola, Fiole. Schöner, klassischer Pen-and-Paper-Charakter. So, und da machst du jetzt aber einfach den Ignoranten. Oder mach. Ich würde ihn jetzt einmal kommen lassen. Nee, doch nicht. Oh Gott, Anton. Anton! Ja gut, wir haben ein kleines Problemchen. Das habe ich mir anders vorgestellt, den Start. Ja, ich weiß. Auch am Ende der letzten Folge, wie du das groß. So, jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's richtig ab hier. Alles ist super, alles ist perfekt. Ja, schön, dass es sich nicht zu radikal verändert hat. Ja, und jetzt wird man gleich wieder zu Beginn eingedampft. So, ne? Ja. Okay. Vielleicht solltest du auch eine Fiole nehmen. Ich will nicht klug scheißen, aber. Nee, muss. Ich wollte mich nur noch mal näher ranrobben. Okay. An das ganze Gebiet. Gut, du hast sie auf dem Schirm. Na! Wunderschön. So. Hat mir das Schaden gemacht, der Kontakt da frontal auf seinem. Nee, ich glaube nicht, da war nichts. So, und jetzt aber gehen wir nach links, ne? Ich glaube auch, weil ich habe mir. Aber halt, stopp, du willst doch nicht ohne die Violen aufgefüllt zu haben nach links gehen. Also, das ist. Das ist, das weiß ich zu schätzen. Dass du mich ja, da ich will dich doch hier nicht reintricksen in den Joypad wechseln. Also, Gott. Der kommt noch früh genug. Oh. So! Ja, Sand! Und noch nicht mal ein Selbstmörder vor dem Sand. Erfreulich. Und jetzt geht's nach oben.
Ja. Das könnte auch tückisch enden. Mhm. Da kann ich mich bestimmt auch richtig... Das wäre interessant, ob du zerquetscht wirst. Ja, bestimmt. Das war klar. Sehr, sehr gut. Ah, Musiker! Diese ist natürlich die... Scheiße. Okay. Ist das jetzt tödlich? Eben. Also es wird, du wirst potenziell auf jeden Fall Schaden nehmen. Gut. Nein, darfst du noch mal. Komm. Oh ja. Ah, das... Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, das ist schön. Das weiß ich sehr zu schätzen, dieses Spiel. Ja. Hat mir leider aber nicht geholfen in meiner blauen Leiste. Okay, das ist natürlich... Also du musst einfach durchspeeden. Ja, so schön. Aber schön. Sind eigentlich eben so klassische schöne Gameplay-Elemente. Wenn es gut designt ist, ist das einfach, sind das die kleinen Herausforderungen, die einem Freude machen. Ja. Man denkt, kann man sich ganz entspannt hochtragen lassen, das kannst du nicht. Ja, und durch. Dash und runter und unten und slide it, slide it in. Und die Glocke drücken. Ausgezeichnet. Ich glaube, du bist. Der ist noch nicht vorbei hier, der Spaß. Nee. Da oben erst, weiter! Anton! Ja, doch! Mach es doch! So, wunderbar. Jetzt bist du safe. Ich dachte kurz, warum du so Sightseeing da so machst. War eine Atempause. Ja, aber dass man wirklich sagt, du bist noch unter Wasser, da will ich noch nicht atmen. So. Jetzt war. Sehr gut. Ja. Glaubst du, es gibt drei? Also, Drei, fünf das oder wie das Typ. Ja, ich glaube, es sind drei. Ich glaube auch, es sind drei. Da geht auch noch mal herab. Und jetzt sollten wir eigentlich noch mal in dem Gebiet schauen, richtig? In dem unteren? Ja, weil da waren ja diese Glaszacken zum Beispiel. Ne? Aber Moment, das kommt mir saubekannt vor und das ist ganz neu. Hoch oder erstmal runter? Ich würde mal, glaube ich, noch mal runter. Okay, dann müssen wir noch mal runter. Ja, das war zu erwarten. Das war leider wirklich zu erwarten. Gibt's denn da eigentlich irgendeinen... Da drüben war schon wieder Helmmann. Ja. Frage ist, ob davor noch ein Attentäter auf mich wartet. Ja, man hast du noch Zeit. Wunderbar. Wo bist du denn jetzt? Kannst du mal bitte einmal auf die Karte schauen? Es ist alles wirklich ein bisschen, es ist einfach ein bisschen... Da kommt jetzt auch noch ein... Ah, Moment, aber der rote Stopper, der lässt sich dann jetzt bestimmt über diesen Weg, dann können wir so und roter Stopper wird zu freiem Kartenplatz. Hervorragend. Ich erinnere nochmal daran, ich kämpfe mit verschiedenen Tastaturlayouts. Ja, ich verstehe das. Da ist doch einer, oder? Da lebt doch einer. Das ist vermietet 100 Pro. Da unten, glaube ich. Ja, ich weiß, du bist jetzt so mit so einem geilen Sprung hinter ihn, ne? Warm in Hamburg. Oh, das sah aber geil aus, wie der geplatzt ist. Ich glaube, das ist... Weg durch, weg! Ich dachte, das ist dieser Kreis ist auch sein Ende und nicht nur meins. Ja, habe ich jetzt getestet. Stimmt nicht. Ach so, das heißt aber, wir sind zumindest jetzt da, wo wir noch mal kurz gucken können. Also wir haben nicht den schönen Rundlauf nach oben, aber es ist ja nicht weiter... Ach so. Ja, du kannst jetzt da runtersliden. Sollte man meinen, ne? Da... Ach, guck mal, in der Hoffnung, dass... Das war kunstfertig. Das würde ich auch gerne können. Nee, da hat sich jetzt noch nichts getan. Das Gebiet, von dem du sprichst, das ist noch mal ein Areal weiter und dann wieder runter. Ja... Also da unter der Empore. Ja, genau. Empore. Empore. Hier gibt's Emporen und Amphoren, das passt schon. Ja, nein, hat sich leider gar nicht verändert. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das eingespeichert worden ist, die Sandbewegung, die wir da gerade gemacht haben. Das Problem ist, dass die Wand ja zu war. Ich glaube schon. Diese Sachen sind immer eingespeichert. Ich würde es mir auch wünschen, auf jeden Fall. Huch. Ach, die hat sich einfach gar nicht beeindrucken lassen von dir. Nee. Ich aber umgekehrt auch nicht. Ja. Fair. So. Jetzt sind wir wieder im Hauptturm. Und da könnte... Was schade ist, wir wären nämlich eigentlich von oben runtergekommen. Ne? Ja. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Egal, wir gehen einfach weiter. Aber weil wir kommen ja nicht... Oder was meinst du? Du wolltest...
Boah, willst du da nicht versuchen, nochmal hinzukommen? Wo wir jetzt auch unsere... Da gibt es aber, glaube ich, eine Sperre. Nee, aber da wo ich eben war, müssen wir doch wieder hinkommen können. Wo du den Rundlauf gestartet hast. Das meinst du, ne? Ja. Aber meiner Erinnerung nach eben eine Sperre. Eine ganz blöde. Wir gucken, wenn du es. Es tut mir leid. Ich meinte das eben nämlich leider gesehen zu haben. Wickedness. Wir finden es heraus. Ja, ja. Jetzt sind wir schon auf halbem Weg, das ist doch klar. Übrigens, wir können natürlich da oben auch nochmal. Ich weiß nicht, was es nützt, aber hier kannst du dich auch nochmal eine Etage fallen lassen, ne? Und da hast du vollkommen recht. Und dann ist da vielleicht eine Geheimtür. Ah! Oh. Ja, auch mal her. Oh! Okay. Das war sehr smart von dir beobachtet, dass das natürlich keine Sandgrube hier ist und wo wir auch nicht später nochmal hinkommen. Ja. Sondern die jetzt, genau jetzt schon Sinn ergibt. Das ist top. Merke dir diese Begeisterung, wenn ich gleich endlich gecheckt habe, was du meintest mit der Rundlauf funktioniert nicht. Ja. Und ich dann doof dastehen werde. So, hier können wir alle nochmal. Hier haben wir nämlich eben gar nicht reingeguckt, weil da Sand war. Ja. Hier setzen wir nochmal ein Rot. Ja? Ja. Weil hier kommen wir ja augenscheinlich weder hoch noch runter. Seitlich. Aber vielleicht war hier auch Sand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube nämlich, also da sind wir ja, ne? Das ist ja interessant. So, den ballern wir gleich aber auch mal weg. Was ist die Ähnlichkeit zwischen diesem Spiel und Roulette? Man setzt alles auf Rot. Ja, okay. Anton, weil du es bist. So. Hier kannst du, glaube ich, auch. Oder nee, das ist zu dick, der ja. Bereich. Oh. Da kannst du leider nicht durch. Schade. Ja, aber das wird dann von die. Guck mal. Da würdest du von hier reinkommen, aber. Mhm. Das klappte, glaube ich. Aber Moment, das kannst du wegschlagen. Den kannst du wegschlagen jetzt? Ja, den schon, aber du siehst hier. Ich sehe es. Mal sehen, wie wir dann jetzt überhaupt da reinkommen wollen. So, aber der müsste uns doch jetzt. Jetzt haben wir da nämlich die Freiheit immer und wie wir wollen, hoch und runter. Das stimmt. Können wir uns da hinten den Bereich sparen? Sag mir doch, dass man den schieben kann. Das kann man sich. Das wäre ja dumm. Okay, aber fürs Protokoll. Wir können nicht den Rundgang machen. Nein. Und sie würden. Vielleicht können wir von da nochmal oder von irgendeinem anderen Weg das hier. Weil hier war ja noch Loot zu finden. Ja. Und diese Steintür und so, das müssen wir ja irgendwie noch abgrasen. Aber jetzt können wir den Rundlauf nicht machen. Ja. Ja. Wir müssen also okay. Jetzt zurück zum Hauptgang. Ja, jetzt habe ich die Wand auch gesehen. Hast du akzeptiert? Habe ich akzeptiert. So, das war trotzdem sehr wertvoll, den Gang zu machen. Da kommen wir nicht durch, das ist nicht verwandelbar. Ja. Das war wirklich gut von dir eben gesehen. Mit der Kette. Weil, das hätte uns sonst nicht in Ruhe gelassen. Nee, ich glaube auch. Und es hätte nichts gebracht, das ist das Schlimmere. Oh, Gott, das ist ein Feuermann. Ach, du willst runter? Ja, warte mal, wir müssen doch noch da weiter. Ja, okay, du hast völlig recht. Hätte ich jetzt gedacht. Dumm. Ich dachte, du gehst den Weg oben wegen der verlorenen Seelen. Aber nee, geh jetzt. Ah, ich weiß es nicht, ob ich jetzt. Ich hab da gerade. Wir müssen ja komplett dann irgendwie. Ja, du musst den ganzen Turm wieder. Ja, das ist nervtötend. Oder? Wir hatten jetzt keinen. Doch, wir haben einen Zauber, wie wir uns in die Stadt teleportieren könnten. Damit könntest du dir Weg sparen, indem du dich dann da oben. Dann, ne, zu der Hand und dann den Weg oben. Aber auf der anderen Seite, da kannst du wahrscheinlich auch erstmal da lang. Ja, da müssen wir erstmal da lang. Komm, wir gehen jetzt den Turm hoch. Ja, geh. Okay. Einmal den Turm hoch, komm. Ja, finde ich gut. Du hast mich hier überzeugt. Juhu! Dieses Gefühl, ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, aber dieses Gefühl von, man lässt da was liegen, was so. Wir kommen hier nie wieder hin, weißt du? Mhm. Weil möglicherweise das dann doch das Gebiet ist, in dem es eben nicht. Oder wo wir auch möglicherweise gleich noch was finden, was uns die bevorstehende Prüfung deutlich einfacher machen könnte. Das kann ja auch sein. Genau, also deswegen, sie wollten uns da ja her. Ja. Eigentlich. Na komm halt. Sehr gut. Mach ich genau den. Na hier, ich versuche es jetzt mal mir anzugewöhnen, dieses 2,
So. Schön. Ja, und einfach so dieses, manchmal muss man ja so trocken studieren, weil ich kann absolut nachvollziehen, ich verzichte darauf jetzt übrigens. Um einfach, obwohl das ist auch scheißegal, ich verzichte nicht darauf. Nee, komm, du hast eh 3 Flasks, ja. Nimm es mit und Feinde musst du so oder so wieder besiegen. Da sind ja gerade noch alle am Start. Außerdem, ich möchte ja auch, dass du die Seelen da unten oder die Überbleibsel von uns einsammeln kannst. Mhm. Das ist ja auch in meinem Interesse. Ha, natürlich. Ah, okay, und da geht's jetzt durch. Da war wahrscheinlich vorher noch Sand. Ja. Vorsicht. Ja, das nimmt dir wirklich halbes Leben. Also nimm nur ruhig eine Flask. Wenn du jetzt gleich wieder Kontakt mit so einem hast. Ah, okay. Ja, tut mir leid. Nee, das ist jetzt zu nah. Das kann ich nicht akzeptieren. Ja, mach das. Also eigentlich ist das natürlich, eigentlich machen wir sowas nicht. Ist in Ordnung, meine einzige Bedingung ist... Nicht nochmal sterben? Genau, lauf jetzt nicht nochmal in ihn rein. Das fände ich nicht so cool. Aber auch hier, ne? Oder wo war der? Nee, nächste Etage, da jetzt, da kommt der. Und da ist auch einer. Achtung, runter! Schön. Der letzten fucking Sekunde. Und jetzt kannst du dir halt überlegen, ob du vielleicht nicht das... Die Wette eingehst, die ich gemacht habe, nämlich die Menschen da mit ihrem Schildgang einzeln zu attackieren, sondern dich erst um den großen Helm kümmerst. Hä? So schnell geht's. Ist der gerade, der ist ja nicht gestorben, der hat ja nur... Nee, das war es ja auch bei mir, was mich eben so verwundert hat. Die machen dann diesen Move, das sorgt aber leider... Ah, schade. Das sorgt aber leider nicht dafür, dass die dann weg sind. Dann haben die nur... Das ist halt deren Art, Schaden zu machen. Andere benutzen einen Dolch und die explodieren halt. Alter. Nimm ruhig eine Flask. Nimm eine Flask. Scheiße. Schade, Mann. Wahnsinn. Was für ein erbärmliches Gestocher gerade. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde... Das war ganz erbärmlich. Grad. Nee. In der Theorie, also es ist wirklich das Geile an 2D-Spielen, dass sie so unglaublich simpel sind. Hier, in der Zuschauerperspektive oftmals. Hier war ja, genau, hier hatten wir die Sandfiole vorhin gehauen und damit die Ebenen und Basis, auf der wir uns gerade bewegen, hergestellt. Hat auf jeden Fall totalen Sinn ergeben, jetzt diesen Rundlauf nochmal zu starten. So, die Verlockung ist groß. Spring doch einfach drüber, mach Blitzboy weg und dann holst du, dann machst du die Glocke. Ich glaube, wenn du jetzt auf ihn draufspringst, passiert dir nichts. Also runterspringen, ihn den Brettmann schlagen, der rappelt sich ja so ganz langsam auf. Ja. Nur diese Entscheidung würde ich jetzt treffen. So, wunderbar. Weil jetzt hast du Ruhe hier. Na, Ruhe ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe Möglichkeiten. Ja. Genau das ist mir eben schon mal passiert. Ja. Ist ja nicht schlimm. Jetzt komme ich hier nicht weit genug über ihn hinweg. Bist du hier vorhin gestorben? Ja. Ach, jetzt erinnere ich mich daran. Das war ja... Oh, bitte. Alter Verweis. Was für ein geiler Gang. Eher glücklich. Ja. Sehr okay. Ja, die beiden da unten, die beiden Helmuts lasse ich in Ruhe. Ja. Ich sehe das gerade nicht. So, und hier... Guck, roter Bereich. Ja. Erstmal schöne Kiste. Das holen, dann hast du da. Ja, hast du alles drauf. Ach ja, LT. 800 Tränen, ja gut. Wir nähern Hätte uns ich mir ein 12. bisschen mehr gewünscht, aber ist in Ordnung. Das ist nicht die große, spektakuläre Belohnung, die wir verdient haben. Ja. Das finde ich die exakt richtige Formulierung. Aber trotzdem sind wir natürlich dankbar. Das ist wie beim Lotto. Ich habe 6 Richtige und dann, ja, es haben viele 6 Richtige, deswegen haben sie nur, sie hätten normalerweise jetzt 5 Millionen, aber sie haben nur 187.000. Wenn man so ein Gefühl der Enttäuschung hat, aber trotzdem auch weiß, okay, ist trotzdem mehr, als ich vorher auf dem Konto hatte. Mhm. Ne? Hast du schon mal irgendwann was im Lotto gewonnen? Nein, ich spiele allerdings auch nicht Lotto. Ich habe mir irgendwann mal die schöne Tradition mit meiner Freundin geschaffen, immer an Feiertagen. Das macht dann auch irgendwie Spaß. Ja, ach so, ein bisschen kribbelt, wenn man da jetzt eben so eine... Man verhökert seiner Oma das kleine Häuschen, weil man irgendwie denkt, ja, aber nächstes Mal, ich habe ein gutes Gefühl. Oh Gott, ja. Okay. Wie gehen wir das an? Willst du einmal nach rechts gucken, ob es da überhaupt... Ich würde nämlich auch sagen,
So, das ist das Allerwichtigste. Ich habe mich nämlich auch vor allem die Magier ohne Weiterlebenswunsch schon mal außen vor. Vor allem, ich habe das Gefühl, wenn du auf die Karte blickst, dass rechts doch der Boss schon fast kommt. Du hast recht. Dann. Ach, guck mal, das ist die Verbindung da. Aber du willst es schon ausprobieren erstmal, oder? Ja. Einmal nach rechts reingucken. Oder? Ach so, meinst du? Ich glaube, wenn du da rechts reinguckst. Der Boss, also so vielleicht auch der Boss, das ist natürlich, das ist jetzt die drastischste 50-50-Situation. Ich glaube, du musst leider den Gang in der Mitte machen, weil da ist ein Safe Point, aber hier ist auch Sand. Und mein Gefühl sagt mir, du musst links den Ding machen. Oh nein, oh boy. Erstmal musst du, und machen die das, was wir hoffen? Oh! Nein, machen sie nicht. Heilen. Oh! Das ist scheiße. Ficky Bear, das kann nicht sein. Heilen drüber. Oh, der ist immer noch Stun. Gib ihm, Kubitus. Geh nicht. Oh, zu spät. Zu lang. Ja, genau. Ich hab keine Pflaster mehr. Nein! Na, wieso lache ich eigentlich? Das ist total beschissen. Ah, nee, wir müssen nicht mehr durch den Donnergang, oder? Nee, wir können jetzt ja einfach... Nee. Aber zu den Helmuts musst du jetzt halt. Ja. Okay, das ist okay. Helmut und mit denen einmal gucken, wie viel Mut übrig ist. Ja, aber ich mach vorher einmal den Gang im Schrank. Weißt du? Das ist ja das Schöne. Hier können wir jetzt ja ruhig ein bisschen sterben. Hier fällt es ja schnell runter. Ja, da musst du rein. Och, wie dumm. Achtung, geh einmal durch, ne? Trigger die Magier. Zisch einfach durch. Kannst du durchzischen. Ja, aber der muss ja sterben. Der stirbt ja nicht von alleine, deswegen. Ja, so. Aber du kannst ja nachher, wenn du die Gefahr weg hast, kannst du dich dann in aller Ruhe den Holzleuten annehmen. Schön. Das war sehr fluffig. Mhm, aber links ist bestimmt auch noch etwas. So, wir sind nämlich jetzt hier. Das ist alles natürlich wieder richtig beschrieben. Ja. Schön, schön, schön. Guck mal. Nee. Hä? Oh, verdammt. Ist das die... Das ist nicht richtig. Das ist noch... Ach, wir sind ja... Das ist ja völlig... Ich kapiere die Architektonik gerade gar nicht. Und da konnten wir vorhin noch nicht lang wahrscheinlich. Das hat nichts gebracht, weil da noch Sand war. Kann das sein? Das kann sein. Und das heißt, jetzt ist halt nur... Also das ist eine Halle, die noch begehbar ist für uns. Ich wette, auf der anderen Seite, ich würde die Glocke jetzt trotzdem mal aktivieren. Ja. Aber du wirst auch nur im Turmgang rauskommen. Nein. Und... schade. Dumm. Und das verzeiht nicht viel. Nö, aber soll's ja auch nicht. Aber zwischen, ich bin so ein super Meat Boy oder sowas, wo du perfekt. Wie weit bist du gekommen? Ach, weiß ich nicht. Das ist auf Dauer, das ist nichts für mich auf Dauer. Ich bin einfach, ich habe nicht mehr die Energie dafür, die Geduld. Aber so diese typischen, das ist ja was für Matthias Rosenkranz. So. Ja, der ballert sich da. Das macht er zur Entspannung, nachdem er ein bisschen Kaizo gespielt hat. So, was können wir aus deinem Scheitern lernen? Außer, dass wir es versuchen, besser zu machen. Blitze? Weil man triggert, glaube ich, beide. Ja. Oh, das ist nett. Mhm. Aber auch nur so nett wie... Ja. Überschaubar nett, aber immerhin nicht noch eine Watsche oben drauf, dass es auf der anderen Seite liegt. Vielleicht das war zum Beispiel dumm. Kannst wahrscheinlich, genau, wenn du direkt an einer der Seiten stehen bleibst... Ja, jetzt bist du wieder in dieser unangenehmen Situation. Also es gibt, man kann diese Unangenehmheit der Situation noch steigern, das ist da links in diesem Eck. Schön machst du das. Stark! Gut, der Sau gut. Nicht getriggert. Nimm eine Flask, ja, komm. Stimmt. Kein Flask gegeizt jetzt hier. Sauber. Das ist aber auch eine, jetzt! Yeah, gib ihm, zack! Das ist machtvoll, fühlt sich das an. So, siehst du mal, das kann ich nicht. Hier ist auch ein Mystiker hier. Nee, ist keiner. Vielleicht auch ein Blitzmagier, je nachdem. Ich merke, du hast das schon festgelegt. Ja, die Elementarklasse ist für mich noch nicht ganz klar. Weil ich, mit deiner Theorie, ich habe das Gefühl, ich nehme viel weniger Schaden. Mm-mm. Bin ich ganz sicher. Man nimmt immer noch absurd viel Schaden. Das spricht eher nicht für meine Theorie. Aber wetten, da ist ein Sarg. Links. Mystiker? Nee, ich glaube nicht. Nicht so nah an der. Spawnstation. Da sind sozusagen die Spornfreunde stiller hier am Start. Ja. Oh, die kennen wir doch. Das war die... Ah! Wills cross once again.
own for a long time now. My life has been naught but a... Is it your wish to meet her? When I was but a girl, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. I was able to escape the horror of the deformity engendered by the miracle. A miracle that chose the clean reflection of the still waters of a lake to reveal the truth it held in store for each of those who gazed within it. The old bell, which had fallen to the bottom of the lake many years before, began to ring, making the waters ripple to its eerie chime. Our reflected faces began to distort before our terrified gazes, and the miracle ended up capturing that work, that disfigured horror on the waters, as if it were a fresco. Du hattest recht. Making everything that had been reflected in them. Womit hatte ich denn jetzt mal recht? Kannst du dich erinnern? Folge 1, wir sind diesen Gang entlang gelaufen mit dem See, in dem sich die Stadt spiegelte. Ja. Ach ja, siehst du. Ja, ja. Stark. As I fled, ja, ja. Gut, dass dir aufgefallen ist. And beheld that ghastly event from afar. Penitent one. Ja, Bosszeit! Oh Gott, oh Gott, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Bosszeit. Bosszeit heißt nämlich meistens. Ja klar, oder? Oder ist das Cheaten? Nö. Kann man ruhig mal machen. Okay, ich werde eigentlich mal nach links gucken. Ob man ja, 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 die wartet ja jetzt auch, hat sie ja angeboten. Selber ah, das ist schön. Mystikmann. Okay, dann würde ich sagen... Go! Könnte jetzt, schauen wir es noch mal an, erstes Gebiet wird hier, ja, geklärt will ich jetzt nicht sagen, weil wir wissen, es geht noch in andere Sachen. Aber wir haben schon ein bisschen was gesehen. Ja, da gibt es bestimmt noch eine Verbindung zum Start. Wirklich, das ist ja zu nah aneinander, diese offenen Stellen. Mhm. Und was da links passiert, weiß ich nicht. Ja, stimmt, weil hier haben wir diesen Bereich. Ja, da gibt es auch noch, genau. So Zwischenklumpen. Aber da links, ne, der rote und dann, wenn du ganz steil runter, da ist auch noch eine Verbindung, glaube ich schon. Okay. Ja. Billowing clouds of dust herald your arrival. Dust in the air that is born from the erosion of the walls. The these stones heard so many sins that they could do no more than succumb, shuddering before their guilty echoes. Echoes that could not bear the seclusion that I imposed upon them and that escaped from me, crawling along these walls, eroding them until their immaculate ashes buried us all. Das ist wie ein Mann der klaren Worte. Penitent One, you will now reveal your sins, those that your tears can never atone for. Es rumbelt. Oh, oh geil. Oh krass. Mit Wasser. Großmeister Radames. Okay. Oh. Ah, okay, der hätte jetzt drüber gewusst. Oh, ich mache ja gar keinen Damage, ne? Okay, okay. Versuch mal, wir können natürlich mal noch ein paar der Blitze einsetzen. Oh, er kann ich nicht. Gut. Gut, gut, gut. Achtung, Rambo. Ah, dumm, Rambo, Rambo. Ah, danke dir. Also ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt, aber immerhin, sie ist da. Wenn auch nur Sekundenbruchteile. Und... Na... Okay, war gut. Oh, es kommt zurück! Nee, es kommt nicht zurück, aber... Okay. Ich glaube, man kann da nicht so freizügig reinrennen. Das stimmt schon. Oh. Ich wollte gerade drücken. Voll gesimmelt. Ja, ah, ich war in der Attacke. Ich habe zu viel gespammt. Da hoch,
ist er wieder. Jetzt kannst du. Rambo. Rück. Ja! Ah! Okay. Aber du, das war ein. Ist gut. Das ja, war, ja. Der wirkt machbar. Es hat sich hier wieder gerecht, dass du zu, wenn man zu viel dieses Hämmern macht und dann merkt, scheiße, eigentlich wollte ich gerade, habe ich dann zu spät gedasht, weil da sind immer so kleine, und das ist eigentlich auch geil, diese kleinen Abstände, diese kleinen Lücken, also nicht Lücken, sondern Verzögerungen, die du in der Ausführung der Kommandos hast. Ja. Und das ist eigentlich geil. Deswegen darf man einfach nicht, es ist halt kein Button-Mashing. Na, nein, nein. Ich hab's versucht. Hat er dich echt, er hat sich tricked you into... Okay, 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 okay. Gelockt hat er mich. Dann nehme ich auf jeden Fall erstmal mit, natürlich. Weil da kannst du, glaube ich, ihm entgegen. Die kannst du wegdashen, die Attacke. Ah, Blödian! Oh, gut, ja, wieder Start. Es ist halt ein eher langsames Unterfangen, ne? Oh, man kann sich ja ducken, ja. Ne? Da muss ich aufpassen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das war ein bisschen frech. Gebe ich schon zu. Das war natürlich todesmutig. Ah, gierig. Also ich glaube, da kann man im Weg, das muss ich gleich mal ausprobieren. Also nicht, dass ich davon ausgehe, dass du stirbst, aber... Wir sich so persönlich. Nein, ist alles gut. Ich glaube, da kann man ihn wirklich. Denk an dein Feuer, ne? An dein Feuerding. Kannst du auch mal aktivieren. An den. Nee, ich hab. Ach so, doch. RB. Das Feuerding. RB Leipzig sozusagen. Oh, nee, bitte. Alles gut, alles da gut. Da will ich gut, nicht hin. Nee, nee, wegen RB Leipzig. So. Das hat mir nicht geholfen, mich damit anzufreunden. Tot, tot. Ja. Nicht schlecht. Also, der Schaden ist gar nicht so unglaublich. Dieses Klingen gibt auch so das Gefühl, in anderen Spielen wäre das so das Zeichen, block mich, block mich. Was bringt denn der eigentlich? Ja, ein bisschen schon. Oh, das war... Das die, war also nett die von ihr. Ja. Oh, nein. War klar, Phase 2. Oh, geil. Was macht er denn da? Frisst sein Schwert? Oder was auch immer er da Ekelhaftes hatte. Oh, oh. Wunderbar. Uff. Geil, das war schnell, ne? Ha! War nicht schlecht, war nicht schlecht. Ach, Bosse sind doch geil. Das macht Bock. Ja. Das ist auch echt schön, es ist nicht so super weiterer weit weg, Spontanbesuch. Ne? Den muss ich noch nachlegen. Das Fenster der Spawn-Gags hatte sich eben zu schnell geschlossen. Ja, ah, okay, schade. Das ist nett. Das geht nicht. Kann ich das denn hier noch abbrechen? Nein, leider nicht. Würde man es trotzdem wünschen. Ja, pass auf, ich hole mir erst das Ding. Der ist übrigens verheiratet. Interessantes Detail, mal sehen, ob das für die Lore wichtig ist. Ja. Ja, er hat so ein Ding. Und drüber. Das ist das Schlimmste. Boah, ja. Pass auf, ich will das mal. Einmal Blitz hast du das übrigens natürlich. Genau. Ja, da würde man sich schon wünschen, man könnte noch öfter. Kannst du sogar. Du hast gerade ein bisschen wieder hergestellt bekommen. Rambo. Sehr gut. Das war ein bisschen knapp. Und ich glaube, da bietet sich das Feuer eigentlich sehr an, weil da hast du ein paar schnelle Schläge, wo er nicht gegenhalten kann. Das können wir uns vielleicht mal für künftige Phasen merken. Du meinst, dass man es da einfach, ja? Ja, da bietet es sich, glaube ich, am meisten an. Weil dann hast du schnelle Schläge, auch relativ ohne Konzentration und Timing machbar, die aber viel Damage verursachen können. Ja, man darf nicht zu spät. Ja, super! Das, ja. Das hat, der hat schon wehgetan, ihm. Nee, da holt er sich sogar lebend zurück. Ist ja weird. Ekelhaft. Mag ich nicht. Was macht er jetzt?
Jetzt kommt hier das. Oh, gut, gut. Achtung, Rambo. Oh, da musste natürlich richtig. Oha, wie gemein. Das war echt. Ja, der schmerzt fast am meisten. Sehr gut. Nein! Jetzt. Richtig gut. Alter! Letztes das war Drittel. Ja geil. Mhm. Dumbo. Boah, war das. Achtung, einmal rüberdashen und dann zurück. Ja, oder so. Ah! Schade. Der reißt so was Geiles aus. Okay, ist aber hinzukriegen. Kriegen wir hin. Aber ist schön. Hat viele Variantenattacken, aber alles ganz gut lesbar. Ja, ja. Es ist halt eher ein. Es ist alles eher ruhig geprägt, finde ich, die Kämpfe. Und das finde ich gut. Ja, ja, das mag ist jetzt ich. Noch kein. Kein Klingensturm, wo du noch überhaupt nicht weißt, wie soll ich denn da mal zwischenkommen, sondern es fühlt sich sehr schnell sehr. Huch, jetzt auf der rechten Seite wahrscheinlich. Mhm. Sehr schnell, sehr angenehm an, dass man so ein. Man hat so ein martialisches Gefühl dafür. Heb dir das mal für später auf. Ja, weil das bringt ja Lebensenergie mit, ne? Das ist eine gute Idee. Yes. Okay. Na, Kacke. War ich zu nah an ihn dran. Ja, den macht er nämlich auch immer den Wischer. Hui! Ich habe mich selten so lebendig gefühlt! Komm ich nicht schnell genug runter? Mhm. Oh, der hat ja eben bei mir gar nicht gemacht, diese Wirbelbinde. Und ich habe sie nicht wahrgenommen. Nimm dir Energie. Ja, ja, du brauchst sie. Oder was heißt, brauchst sie? Aber warum die Flasks verbrauchen? Absolut. Ne? Da werde ich gleich mal bewusst versuchen reinzukommen. Ich glaube, das geht. Oh, boy. Junge, konzentrier dich. Ja, manchmal ist es so, wenn man einmal raus ist. Ja, okay. Und das ist dieses hier, mit dem Tempo. Ja, ja, genau. Hier. Ja, aber du willst vielleicht einmal noch mal heilen. Unbedingt. So. Ah, jetzt würde ich aber dann doch heilen. Unbedingt. Okay, jetzt kommt er. Geh auf ihn, genau, geh zu ihm, gib ihm. Ah, scheiße, das ist natürlich Pech. Wenn er mir diese Klingensache jetzt erst macht, spring ihm entgegen. Da kannst du ihm jedes Mal einen mitgeben. Ja, aus dem Timing raus. Ja, aus dem Timing raus, aber sonst. Alter, boah, ich habe wirklich eine Nichtigkeit. Und Lebensenergie. Ja. Egal. Das sind alles Sachen, die ich lerne. Ja, genau, da muss man ganz hoch. Wunderschön. Oh, fuck. Das ist von wegen. Dieses Fenster ist riesig, ne? Schalockend, das. Komm gleich weiter hier. Aber jedes Mal im letzten Drittel. Ja, natürlich. Aber es ist schön. Ach, schöner Kampf. Ja, das ist wirklich. Und wirklich die Statue liegen lassen als. Ich will ihn zuerst angeben. Nein! Ach, gemeine Sache. Runter. Sehr schön. Rambo. Jawoll. Ich glaube, mehr als drei. Ja, ich glaube auch. 3 ist eine gute Zahl. Sagt er, machte 4. Deklassieren bis hierhin. Kannst sogar noch deinen Blitz einsetzen. Das habe ich eben gar nicht gemacht. Ja. Ja, zum Beispiel so. Ja, Achtung, gleich kommt Phase 2. Wird nicht mehr lange dauern. Okay, das hat nicht geklappt. Das ist jetzt nicht, genau, jetzt nicht Timing. Hui, es wäre fast das Timing durcheinander geworden. Okay. Jetzt ist es soweit. Einmal zur Seite, Vorsicht, der macht jetzt. Oh!
fuck, das war klar. Ah, schade. Noch nicht nehmen, glaube ich. Nee. Vorsicht, einmal der. Ja, dumm! Einmal rüber dashen und dann zurück. Und dann bist du direkt an ihm dran. Ja. Okay, jetzt gleich würde ich auf jeden Fall, statt die letzte Flask zu nehmen, das Heilpaket nehmen. Wenn es geht, natürlich. Weil dann bist du nicht räumlich gebunden an den letzten Heilungsversuch. Okay, erst weg und jetzt zurück. Schön, gut gemacht. Er macht dir den Raum, Mann. Ah, Timing. Timing! Nimm es. Nein, falsche Taste. Schön. Ja, und was macht er? Okay, eine Flask. Rambo. Falsche Richtung. Okay, bleib stehen. Ja, okay. Ich geh weg. Na, ist er noch. Es hilft nichts, ich muss ihn nehmen. Jetzt kannst du nochmal. Er holt gleich bestimmt aus zu diesem auf den Bodenschmeißer, genau. Rüber, kurz rüber. Aha. Und ja, auch gut. Muss nicht. Kannst du es in Ruhe spielen. Letztes Fünftel. Nicht gierig, jetzt werde ich gierig. Das wird mal ein Problem werden. Kurz rüber. Boah, wie spannend. Rambo. Kurz rüber. Scheiße, egal. Achtung. Der Blitz war's. Yes! Erster Requiem Arterius. Sehr gut. Das kriegen wir nur. Komm, mehr. Komm! Das war schön. Hätte man auch ohne, finde ich aber gut. Ich hatte nicht das Gefühl, die Tatsache, dass wir die Hilfe genommen haben, hätte uns unfaire Vorteile erbracht. Nee. Sondern so ein bisschen, aber so. Zweimal, dreimal vielleicht draufgehauen. Weihrauchtraum? Sind diese goldenen Tränengesichter hier? Nee, diesmal ist der. Das Automobil wurde erfunden. Ja. Be witness to this vigil before my final journey. I, Radames, spent my long life listening to the confessions of so many burdened hearts. Even after death, I could still hear the echo of their mournful voices, begging to be heard again. But their pain never managed to bring tears to my eyes. One of those echoes, those incessant voices, was the very voice of the miracle, who commanded me to guard its sacred regret. I obeyed, and it was then that my tears did flow. Mm-hmm. Penitent one, you who come to witness the miracle, behold. The memory of him still hurts. So it was that a humble married couple, torn apart by their inability to conceive a child, entrusted themselves in their utter desperation to the miracle. A miracle whose light seemed to have gone out in all our hearts. For having long ceased to bathe us in its benevolent radiance, we believed it extinct. The dying day already puts out its celestial light, causing my eyelids to droop. Let the miracle cast open its black gates, so I might venture to wear that terrible dream from which one never wakes, awake.
Oh, ich möchte direkt mit. Was für schöne letzte Worte. Oh, kommt ein bisschen runter. Cool. Ah, das gefällt mir. Ja. Das ist ein. Das ist alles so Pathos, so verwirrend. Ja. Fantastisch. Ah! Traveling with Hand ist wieder da. Penitent One, you have encountered one of the three regrets. The first part of the testimony of the birth has been revealed to you, and the eminent sculptor figure of the father has descended. Find the other two guardians. Jo. Penitent One, the first part of find the other two. Das hatte ich mir jetzt aber irgendwie fast gedacht. Oh. Na, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aha. Das da. Könnte jetzt hier, ne? Mhm, das glaube ich auch. Schön. Meine Theorie, ohne dass ich irgendwie ansatzweise wirklich glauben würde, ich habe was gecheckt. Wir haben gerade den ersten Teil der Geschichte dieser Erscheinung, dieser Messias-Gestalt oder was auch immer jetzt auf die Welt vom Mirakel herabgesendet worden ist, gehört. Und über die verschiedenen Bosse wird sich diese Cutscene immer weiter erweitern, bis wir genau wissen, was da gerade herabsteigt. Das kann sein. Das ergibt einen gewissen Sinn. Ja. Ja, das reicht mir schon, einen gewissen Sinn. Und so. Du hast noch eine Nonne gefunden, stark. Ich habe eine Nonne gefunden und das ist immer der Moment, wo man in sich kehren sollte und sagt, ey, eine ganz kurze Pause wäre doch mal schön. Lass uns innehalten, ein wenig Andacht walten lassen. Dann sind wir gleich wieder da. Blasphemous 2. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Jo, da sind wir wieder. Kurz gepaust, kurz genotwassert und zack geht es weiter mit dem unglaublichen Staunen. Bekannt als Blasphemous 2. Eine hervorragende Fortsetzung, möchte ich sagen. Macht wirklich Spaß. Ach ja, der hat ja von hinten... Ja, aber der könnte ja wenigstens getriggert werden. Sarg versichert. Ja. Das ist schick, Sarg versichert. Ja, genau, direkt umdrehen. Ich habe gerade noch dem oben, dem Eumelskind zugeschaut beim Fluch. Ah, ein Detail ist mir jetzt in der Werbepause fast entfallen. Jetzt muss ich allerdings damit vielleicht die Stimmung ein bisschen trügen. Ist dir aufgefallen, dass wir immer noch komplett zugedornt sind? Ja. Das mag ich nicht. Das ich mag mal so. Ich mal gar nicht. Mir ist das aufgefallen. Da rechts nee, hier erstmal. Ah, okay, ja, gut. Oh, nö. Oder doch? Doch, war gut. Oder war das Bull? Nee, ist alles. Ja, da oben hatten wir Rot. Ja. Das heißt, es hat schon auf jeden Fall irgendein Kapitel abgeschlossen. Ah, ja, toll. Das ist wahrscheinlich, genau. Da kannst du jetzt durch. Das öffnet jetzt einfach einige Shortcuts. Ja, okay. Aber das war ja nur ein Shortcut ohne Belohnung. Das ist. Wobei da links mal gucken, ob da noch irgendetwas für uns verborgen ist. Nein. Das ist richtig traurige Nichtigkeit. Ja, ich würde sogar sagen, armselig. Naja, gut, das ist ein bisschen übertrieben. Also. Aber trotzdem, ich hätte mir mehr erhofft. Na gut. Gucken wir mal, ob wir da lebendig wieder runterkommen. Weil hier war ja jetzt Dornenvolk. Nein! Autsch. Ach, komm bitte. So weit wirst du dann zurückgesetzt. Na gut, du kannst da rechts natürlich an der Wand noch Efeuen. Ja, aber die Frage ist... Doch, das reicht. Ja. Stark. Gut. So, wo war da oben, ne? Jawohl. Einmal Glocke. Na, komm. Und Tür und go. No. Schade. Ich hatte gehofft. Ich könnte mir diesen erniedrigen zweiten Sprung... Wenn du dir abtrainieren willst. Ja. Könnte ich mir schlicht sparen. Ich
Ich würde immer noch gern bei den Mestinern mal die plus 15 Schadenkeule aufnehmen. Können wir uns ja als letztes kleines Pläsier für heute vornehmen. Gehen wir noch einmal vorbei und sagen guten Tag. Guck mal, hier da ist wird denen noch, die Messe gelesen. Ja, hier ist noch nicht Areal. Hier. Ah. Oh, na gut, da war nichts. Oh, und dann kannst du auf die frech, frech. Ja, das. Ui. Deine Tapferkeit. Ich weiß nicht, ob sie mich beeindruckt oder besorgt. Ja, ist ein bisschen von beidem. Mhm, jetzt müsste ich noch wahrscheinlich sogar ein bisschen beeilen. Ja, ja. Das da, das, genau. Das ja, aber eigentlich, Eigentlich wolltest du natürlich nach da oben. Genau, wollten wir das von oben ja. Oh, wir haben über 12k. Wir gehen gleich sehr, sehr schön zur Hand und holen uns einen neuen Perlenplatz. Ja, also ich weiß, was du mir sagen willst. Du willst sagen, auch Colin, ey. Jetzt. So, ganz entspannt. Mhm. Ich mach das. Wir haben ja mitbekommen, das Timing ist super großzügig, was solche Aufgaben angeht. Du musst schon hochkommen! Oh Gott, ich werde leicht prickelig jetzt. Aber das ist machbar auf jeden Fall, oder? Das ist machbar, das glaube ich. Schöne Nummer. Nimm. Also sollte es noch eines weiteren Versuches bedürfen, darfst du aus meiner Sicht gern zu Flask greifen. Denn du hast ziemlich fieses Gestachel da unter dir. Ja. Ja. Und. Scheiße. Was? Ich hätte, glaube ich, vorher. Ich hätte vorher die Plattform machen müssen. Vielleicht. Mhm. Okay. Ich glaube, damit holst du dir die nötigen Millisekunden. Aber das war trotzdem timingtechnisch. Es war, ich sag, man rutscht in den Schlitz, ne? Und zack. Weil ich brauche ja nur diese beiden Plattformen im Prinzip. Das ist nicht. So, also. Was machen wir zuerst? Erst Plattform. Locke. Jetzt LT. Sehr gut. Controller ist schon nach rechts gedrückt. Perfekt. No! Was ist das denn? Ey, nicht ernsthaft, oder? Dreckig. Okay, ich probier's nochmal. Nein, das wird nicht. Das meinst du es? Also, ich mach's nochmal. So, ich will's. Du kannst ja das nochmal probieren, aber vielleicht nicht sofort losspringen. Ich guck einmal, ja. Wir studieren. Ah, okay. Das geht also, so geht es nicht. Gut. Wahnsinn. Aber ich war auch komplett stolz auf dich. Ah, super, der Controller ist schon nach rechts gedrückt. Wir sind top vorbereitet und dann landen wir da im Quatsch. Wow. So. Helix Birnbäumler, ich sag es dir. Ich hätte mal nicht denken, dass das. So. Sehr gut. Das ist aber hier ausbalanciert. Ja. Ganz schön hoch. Oben. Oh. Wo war denn die letzte Glocke? Das, geht das? Okay. Ach so, warte mal. Ja? Ich hänge an deinen Lippen, ich bin gespannt. Warte mal. Die Glocke war doch da in der. Nee, Quatsch, war eine Ebene tiefer, ne? Aber du hast die Leiter. Du hast jetzt die Leiter. Du kannst die Glocke betätigen und dann über die Leiter schnell nach oben. Das wird aber schon. Nee, naja, ich war vermutlich. Probieren. Aber es wird schon wieder eine wahre Freude. Mhm, top, top. Und durch! Heiliger Strohsack. 6 Bängelchen. Gut, das Gebiet ist unbefriedigt. Leider, dass wir hier da. Aber da ist was Goldenes. Das ist irgendwas, was. Wollen wir uns hier noch was setzen? Irgendwie, da geht's noch nicht weiter. Ja. Punkt. Also einen roten Punkt. Einen roten Punkt. Ach so, geht noch nicht. Setzen wir ihn einfach hier. Ja, finde ich gut. Eieieiei. Müsstest du eigentlich hier runter können? Ja.
Okay, weiter, Gorset. Ah, okay. Ach, die Spieler sind da jetzt fast an der, sehr schön, der Verbindung. Geil. Bin ich froh, wenn wir wissen, was es damit auf sich hat. Ja. Ja. Endlich. Sehr gut. Der war hartnäckig. Ja, der Kopfklaus da. Überflüssig. Überflüssiger Angstmuff. Okay, dann lass uns einmal gucken. Vielleicht teleportieren wir ja gleich sogar zur Stadt, auch wenn wir natürlich quasi da sind. Geht's da noch hoch? Ja, ich glaube schon. Da war eine Leiter, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht der Weg zum... Ich würde sagen, wir machen Mainquest, oder? Weil ich glaube auch, dass wir hier nicht weitergekommen sind, zeigt, das ist jetzt noch nicht Mainquest, da fehlt ja uns irgendwas. Nee, bin ich auch. Wir gehen vielleicht erstmal den offiziellen Weg. Finde ich voll in Ordnung, nur da links, glaube ich, kannst du noch eine Leiter hoch oder so? Jetzt hier in dem Gebiet, wo wir gerade herkamen, direkt links der Screen. Ja. Und das würde ich noch mitnehmen, wenn wir jetzt eh gerade noch hier sind. Hier einfach weiter? Ich meine, da war noch was, ja. Habe ich jetzt gar nicht, kann sein. Ich habe mich auch nicht genug aufgepasst. Mitspringen. Ja, hier die. Aber sind wir da nicht. Moment. Aber da sind wir doch. Das ist doch der ganz normale Standard-Anfangsweg. Also ich glaube nicht, dass das hier... Weißt du, ich... Ach so. Ich glaube, das ist einfach der ganz reguläre Weg. Übrigens, mir fällt jetzt erst auf das Gebiet, was wir beide so schön fanden, da sind überall Galgen im Hintergrund. Weiß ich jetzt nicht. Da, oh ja, stimmt. So da und oder so. Vielleicht, da sind auch Aufzugstürme vielleicht. Vielleicht sind es auch Aufzugstürme. Also weißt du, ich glaube, hier sind wir ganz regulär hochgegangen. Das war der Standardweg. Mm, okay. Von hier kommen. Und hier haben wir einfach nur den Shortcut freigemacht. Jo. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da oben Neues entdecken. Weil wir haben auch keinen neuen Skill bekommen. Ich glaube, wir können hier ruhig sagen, Backbowsed. Aber ich mach mal, ich habe keine Lust zu teleportieren, das finde ich schön. Nö, mach das ruhig, Pepetis. Können wir denn, wie war das denn? Ach, da war ein Engelchen. Naja, stimmt, das hatten wir ja schon. So. Geil. Das ist immer wieder... Ich nehme hier einen Speicher mit. Nee, wir wollten ja was anderes kaufen. Du möchtest zur Hand. Genau. Zur Hand, um. Um die nächste Rosenkranz, genau. Rosenkranzperlenplatz. Party. Grüßen. Eine Kombination aus diesen Wörtern. Wahrscheinlich auch so, dass die 6 Würfel hatten. Ja. Mit diesen Wörtern drauf und das Ergebnis wurde dann. Oh, zum genommen. Nonnenkloster müssen wir auch noch mal. Ich habe eine weitere abzugeben gehabt. Ob das jetzt. Ob das reicht. Ja. Haben wir schon richtig viel mehr? Nein. Also. Ja, kauf mal, ne? Nee, nicht den Wachsamen, hä? Das da drüber, oder? Wer weiß, was mit dem Wachsamen noch... Zurückgelassener Rosenkranzknoten. Das brauchen wir. Und tut ein bisschen weh. Ja, sonst könnte man es nicht kaufen, wenn es nicht gut wäre. Das gilt für alle Dinge im Leben. Jetzt haben wir den Knoten und jetzt hoffen wir ja, genau, dass wir... Das haben wir nämlich nicht. Hä? Hä? Sag mir bitte nicht, dass wir jetzt was gekauft haben. Was aber da... Rosenkranzperlen. Moment. Hä? Was ist das ganz rechts denn? Ist das nicht das neue Gedöns, was wir da gerade freigeschaltet haben? Wir haben doch nicht zweimal exakt dasselbe Item jetzt. Das kann nicht angehen. Knoten um Knoten, Perle um Perle. Gut, das ist jetzt ein Stimmungstrüber. Wir haben jetzt ja auch keinen... Aber der Fairness halber, wahrscheinlich macht das ja was Krasses, wenn es sogar Questgegenstände sind. Vielleicht kann ich es verkaufen für noch mehr Geld. Aber es kann doch nicht sein, dass ich einen Questgegenstand finde und auch, ich meine, es gibt es in anderen Spielen auch schon, so ist es jetzt ja nicht. Aber es ist doch ein wenig verwunderlich, ein oder? Wenig ist es schon. Na gut, der hat zum Glück nichts mehr, darüber ärgere ich mich dann jetzt schon mal nicht. Okay, einmal zurück ins Kloster. Ach Mann. Kennen wir denn irgendwen, der sich mit diesen Perlen bisher sonst beschäftigt hat? Das war doch immer alles bei ihr. Ja, ja.
Und das ist ein perlenförmiges Symbol. Ihr habt eine komplette Perlenkette, die ihr nur einmal tragen könnt, und ihr kriegt weitere Perlen für die Kette. Ist halt so ein bisschen der Buch. Das ist doch neu. Ja, die haben wir vorhin gefunden, ja. Aber hatte die da auch schon eine weiße Kutte? Nee, das ist eine dritte. Das waren die ersten beiden und jetzt finden wir die nächsten. Wer weiß, wie die sich überhaupt mutieren hier. Ach so. Das war die dritte Nonne, die haben wir nach dem Boss eben. Ja, das habe ich noch mitbekommen, aber ich war so verwundert wegen des weißen Gewandes. Ja, die sah einfach wirklich tatsächlich nur anders aus. Hier konnten wir unsere Flasks. Okay, du darfst entscheiden. Wo möchtest du lieber schauen? Hier in der Straße der Wachten oder eigentlich den regulären Weg? Wir gehen nach rechts und gucken zum Beispiel hier. Oder möchtest du ins Grüne? Ich möchte ins Grüne. Ich würde da gerne mal vorbeischauen. Gut, ich habe dich gefragt. Ich muss so akzeptieren. Gut, ich habe kurz überlegt, aber nein, ich gebe dir jetzt auch keinen Ausweg. Ich will da jetzt hin. Du willst ins Grüne. Gut. Dann machen wir das doch. Zacki. War das da oben entlang? Ich überlege gerade, warum wir... Was war das? Ja, da waren wir dann da oben drin. Das haben wir schon mal... Ich kann mich an den Weg gar nicht... Ach ja, da war das mit dem... Die Geschichte... Schlumbergers Schlummerzimmer. Da bringt nichts. Nee, da müssen wir... Gab's da noch gar einen anderen Weg, der freigeschaltet war? Nee, ne? Ich glaube, so hoch kommen wir ja auch noch nicht, ne? Nee. Nee, da muss es einfach noch irgendeinen anderen Weg. Vielleicht kommen wir auch nachher aus dem grünen Gebiet noch da oben wieder hin. Hä? Ach, das ist die Glocke. Ich dachte gerade da oben. Nee, kein Engelchen. Plattform oder so. Gut, also, wir halten uns nicht nach ganz rechts, widerstehen den ganzen Versuchungen, in diesem Gebiet zu schauen. Und gehen ins Grüne. Bitte. Ich meine, wir haben haben ja schon angefangen, uns da mal umzugucken. Ja, natürlich. Seit Folge 1 warten viele, vor allen Dingen ich, darauf, was ist da oben? Oh, die Jungs mit ihren großen bunten Paddeln, die hab ich schon wieder vergessen. Ja, machen aber echt ein bisschen Schaden. Da gehen wir. Nee, Quatsch. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Ach ja. Wobei es natürlich sein kann, dass wir da mittlerweile durch erweitertes Fähigkeitenportfolio auch noch mehr ausrichten können. Wo genau meinst du? Wenn wir in die Kanalisation zurückgehen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Bereiche unerkundet waren. Guck mal, da links sieht es ja eigentlich so aus, als wären wir da nicht durchgegangen. Ja, das möglicherweise bietet sich da auch ein roter Kasten. Ja, das sollten wir machen. Hier war nämlich ja so ein verschiedene Gegner machen dir das Leben zur Hölle. Ja, genau. Stimmt. Und da gab es irgendeine Belohnung. Ich erinnere mich vage. Aber ja, wir setzen hier genau das, was. Schatztruhe, okay. Ja. Dann setzen wir hier mal einfach eine Schatztruhe, würde ich sagen, oder? Ja. Weil die Tatsache, dass wir die Schatztruhe setzen und sie noch nicht genommen haben, bedeutet ja. Wir legen das ja nicht für die schlechte Zeit. Genau, weil das einfach ein Shortcut ist. Mhm. Also, das war. Das könnte sich dann mit dem Areal unten, wo ich vermute, dass dein Herz da gerne hingegangen wäre. Nee, mein Herz wäre einfach hier weitergegangen. So. Das wäre so, diesen Bereich. Da einfach mal gucken. Das, pass auf. Folgender Vorschlag: Das nächste Mal, wenn ich in eine Folge oder in ein neues Gebiet starten darf, dann darfst du entscheiden. Nee, das ist alles gut. So ein scheiß Kompromiss lassen wir jetzt auch. Ah ja. Ah doch, das. Ich dachte kurz, wir betreten gerade komplettes Neuland. Einmal kurz gucken. Da sind wir noch nicht lang da links. Da könntest du vielleicht mal durchdashen. Aber genau, das war das neue Gebiet. Da wolltest du ja nicht hin. Also gehen wir wieder zurück. Ja, genau. Ich würde entweder oben oder da links mal vorbeigucken. Ja, das machen wir jetzt auch. Die Brücke noch. Denn da links, glaube ich, kommen wir nicht. Kannst du nicht durchsliden? Genau, oder nicht. Du kannst aber probieren, wir haben nichts zu verlieren. Außer Ruhm, Ehre. Nee, ach, das. Ah, miese Tour. Na gut. Hatten beide nicht recht. Ja. Das ist sehr unbefriedigend. Ich bin noch nicht sicher, ob ich diesen plötzlichen komischen Cyber-Look. Hier kommt so ein bisschen so Sci-Fi-Ästhetik rein, findest du nicht? Mit diesem Aufzug, mit diesen blauen Leuchtdingern im Hintergrund und diesem. Ob ich das stimmig finde. Das wäre jetzt nicht meine erste Assoziation gewesen. Nee, ich habe sowas irgendwie so eine. Finish! Sehr schön. Samosch. Ach, die Flegel, Hannes.
das ist noch nicht lange her, dass wir hier waren, aber es kommt mir alles so ganz, ganz neu vor. Ja. Ich glaube, deswegen war es auch umso besser, dass wir jetzt viele der Gebiete da oben versucht haben, in Vollständigkeit uns mal zu Gemüte zu führen. Hier, das ist übrigens dieser, ne? Es ist einfach nur, wenn man sich duckt, wirklich. Ja. Wenn man nach unten drückt. Ja. Wer weiß, vielleicht wäre eben in. Hier, pass mal auf. Als der eine Boss in seinem Rambo-Modus gewesen ist. Ja, als er ja schon auf beiden Füßen stand und immer gegen die Wand geknallt ist, hätte man sich vielleicht auch klein machen können und links in der Ecke und ihn mit sowas sehr, sehr, sehr treffen können. Naja. Mhm. Es ist möglich, das stimmt. Was ist denn das eigentlich für eine Kreatur? Sieht aus wie ein Walross mit beeindruckender Halskrause. Ja, und mit so einer typischen Ich bin ein lustiger Clown Halskrause. Mhm. Oder in Madagaskar 3. Halskrause von dem Pinguin. Oh, die habe ich. Das ist, glaube ich, der eine Madagaskar-Film, den ich nicht gesehen habe. Dafür habe ich mich noch durch Ice Age 3 gequält. Dann mach das bitte, was alle machen sollten. Madagaskar 3 ist exzellent. Ja, wirklich? Weil der wirklich. Ich habe die ersten beiden auch nur so halb in Erinnerung, als ja, kannst du diese nur so wie Ice Age so. Ja. Aber der dreht an der Absurditätsschraube. Also der hat einen ganz völlig anderen Wahnsinn und Humor. Ah, okay. Also es ist nicht einfach nur, ja, ist halt der dritte Teil, sondern der hat nochmal eine viel lustigere Schlagseite. Ah, alles klar. Und der ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich weiß, ich habe den im Flugzeug gesehen, auf dem Weg zu einer E3 mit Vio Tensil damals. Und sie sagte, ey, du guckst dir ernsthaft Madagaskar 3 an? Und ich so, ja, keine Ahnung. Hab den geguckt und wirklich, ich habe genau das erwartet, was du auch erwartest und die meisten. Und der war einfach geil, weil der so drüber war. Und ich habe gelacht. Und die ganze Zeit, worüber lachst du die ganze Zeit? Es ist so, es ist wirklich saumäßig lustig. Geht das denn in die Richtung von so Ideen wie Moto Moto und sowas aus dem zweiten? Weil das fand ich, also das wusste ich schon auch zu schätzen. Ja. Es hat dann aber irgendwie im zweiten gab es nicht so ein stimmiges Gesamtpaket. Ja, das hätte ehrlich so gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich den zweiten gesehen habe. Ich habe den ersten gesehen und das war einfach so eine Ice Age-Variante oder so gefühlt. So ein ja, okay. Bisschen lustig auch für Erwachsene, aber primär dann doch sehr kindgerecht. Und das war die ganze Zeit nur so absurd und drüber und großartige Figuren mit diesem Wanderzirkus. Also echt so gewisse. Oh, ach, die hier bei der Ordnungstraum. Ja, die Geisterten. Der Wald der Hexen, genau. Hammerfilm. Krieg ich direkt wieder Bock, ihn zu gucken. Sieht auch cool aus, dieser letzte, ne? Das wäre auf jeden Fall mal auch ein ganz anderes Programm, was so ein Audioflick zieren könnte. Ja. Ah nein, die Seeigel. Jetzt kommt's alles wieder. Genau. So. Die Frage aller Fragen. Durchs also Leiden. Nach oben? Geh mal nach oben, oder? Wir haben ja oben mit dem Erkunden des Gebiets schon angefangen, haben da diesen vertrauenswürdigen Kutschservice damals gefunden. Genau, das hier war die Richtung zur Kutsche. Mhm. Jetzt kannst du links war die Kutsche, genau. Kannst du da rüber. Dann müssen wir nicht zu hoch gucken. Genau. Ist das Kinder oder Babys? Ach ja. Fledermaus. Oder ein Geier? Fledermausgeier. Haben wir den schon in irgendeiner Show mit Florentin und Lars? Nein. Ein Flyer sozusagen. Ein Flyer. So, ist das ein NPC oder jemand, der mir tut weh? Weh. Die Eulen. Die Eule mit der Keule. Hast du das gesehen? Mhm. Das war aber, also, ich möchte jetzt mal kurz nominieren. Für eine der kreativsten und auch geilsten Todesanimationen gerade. Ich hab's nur einmal gesehen. Aber dass die Eulenmutter von ihren Eulen noch die Eingeweide rausgerissen bekommt, bevor sie in den Hintergrund wegfliegen, das meine ich gerade gesehen zu haben, das fand ich gerade, das war ein Hammer. Schön gemein. Also nicht einfach nur tot, sondern wir werden's sehen. Ich hoffe, es ist genau das. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Okay, das ist schon geil. Das ist schon schön böse. Keine treuen Tiere. Das, Ja, das ist schon böse. Erinnerst du dich noch, was ich über diese Wanze erzählt habe in der vorherigen Folge, vorvorigen Folge? Oje, oje. Das kommt mir da auch wieder in den Sinn. Oh, nö. Ja, geh einmal durch, mach die Seeigel weg und dann treffen wir uns für den Versuch 2. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Schöne Nummer. Natürlich ist hier noch ein Eumelskind an der Decke. So. Guck mal, ob hier noch weitere Überraschungen.
Ne? Nein, oh, ja, das in der Panik. Schön designt. Wird schon wieder ordentlich nervig. Okay, gehen wir erstmal nach unten vielleicht oder direkt nach oben? Gut, im Prinzip, wenn du es einmal geschafft hast, den Parcours, dann ist die Tür ja weg. Dann kannst du da ja durch, wann immer du willst. Du musst eh auf die Seite rechts. Stimmt, ja, okay. Bumm. Und zack. Ah, schade. Okay, also. Und direkt drücken. Nein! Oh, ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Okay, das war ganz dumm. Ich habe... Oh Gott. Das war, also okay, in der Geschichte der Dummheit war das jetzt schon... Zwei Nominierte in so kurzer Zeit. Für zwei Kategorien. Ja. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber was ist es? Ja. Ah, komm! Okay, kurz einmal die Frage. Ja, geh da runter. Nee, einmal noch. Ich muss früher loslaufen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade zur Optimierung sehe. Ich würde auch sagen. Weil ich kann nicht. Oder das ist natürlich nachher auf irgendeinen. Ja. Du bist jetzt super Flash-Skill ausgelegt. Ja. Glaube ich aber persönlich nicht. Das. Uiuiuiui. Okay. Klasse. Das haben wir es aber. Du behauptest, wir hätten es jetzt offen, ne? Ja, das war's. Okay, ist das der Hauptweg? Okay, dann gucken wir einmal zurück, oder? Da unten müsste ja nur so ein kleines Kämmerlein sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht. Hauptsache die Todeskammer ist. Das schreit. Ah! Knochenkammer. Ja, kleines Kämmerlein. Ja. Okay. Da werden wir wohl irgendwann erst rein können. Oh. Aber was war denn hier? Was hat die Glocke gerade gemacht? Vielleicht ist das sogar irgendwas Glockeskes? Vielleicht hat die das Kettentor oben geöffnet, glaube ich aber eigentlich nicht. Ah, das kann natürlich sein. Haben wir schon mal Kettentor und Glocke ich kann mich in einem nicht Areal? Erinnern, aber. Das ist aufgewendet. Nein! Blumbar. Das tut mir leid. Ja, mir auch, aber ist nicht schlimm. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ah ja. Nicht weit, nur ganz weit. Obwohl es ist. Hä? Wo bist du? Ich peile die Karte nicht. Ich bin hier. Okay, warte mal. Nee, das glaube ich. Da links lang? Kannst du noch mal bitte auf die Karte gucken, ob die jetzt immer noch da ist, wo du eben war? Nee, siehst du. Uiuiui. Die Karte hat vergessen, dass sie. Das ist schon weiter. Leider verendet sind. Oh nein. Okay, na gut. Willst du denn da, was war denn nochmal, war da eine Sperre rechts? Wir haben nichts markiert, ne? Kommen wir da nicht einfach her? Nee, ich meine rechts. Nee, also da kommen wir her, genau. Aber rechts auf der Karte, da. Da. In dem Bereich. Ich bin mir, haben wir nicht einfach beschlossen, wir gehen jetzt ja, hoch? Ja, das war es ja, glaube ich, eher, warum wir da jetzt noch keine weiteren Auskünfte haben. Ja, jetzt haben wir natürlich die Chance. Vielleicht ist da nämlich nur eine Schatzkammer. Na gut, ich guck ich mal nach. Ich glaube, ich würde mal reingucken. Aua. Wie hast du die gemacht? Einfach nur die hier kaputt schlagen. Das sind nur die Bäume. Diese Sphärenwesen kannst du bei den Eulen auch nicht. Du musst einfach hier. Da oben. Ey, scheiß der Hund drauf. Die dauert. Du brauchst die da oben nur zweimal treffen. Und das kannst du auch von unten. So. Okay. Oder einmal richtig. Was. Diese Verbindung ist mir gar nicht klar gewesen. Das ist. Genau. Das war eben wie bei der Eulenmama. Also da dann mal durch? Ja, oder? Mal gucken. Ja, also du musst mal reinlunzen. Wenn man überhaupt sagen. Da kommst du schon mal nicht hin. Alles klar. Mutig. Doch, die haben wir doch schon mal benutzt. Da sind wir sogar schon mal durch, würde ich behaupten. Ja, kannst du bitte noch einmal auf die Karte gucken, wo wir jetzt. Nee, ja, okay, da musst du. Ja. Sind wir noch nicht durch. Okay, shit. Kommst du denn nach scharf rechts jetzt? Genau, da sind wir immer her, aber. Was hier ist. Ja, das genau. War ja einfach nur mal rein. Frage. Ja, das haben wir eben ignoriert. Du hast natürlich recht, aber jetzt. Ich glaube, hier ist einfach nur geiler Loot. Oder vielleicht ein Boss-Gegner. Oh ja. Nö, Feuermann. Nur oder? Geiler Loot.
Schwierig. Viel Schaden. Viel Schaden. Viel Schaden, ja. Ja. An sich, gut machbarer Mann. Ja, ja. Man darf wenn man sich werden, beherrschen kann. Ja, und denk, du hast auch noch einen Blitz. Kannst du auch noch mal in die Fresse ballern, wenn du willst. Der hat mich jetzt rausgebracht. Tut mir leid. Das war nicht mein. Das war nicht mein einfach besser blitzen. Ja. Aber hier, ne? Da brauchst du gar keine. Einfach gar nicht stehen bleiben. Genau. Durch und los. Und das ist hier das Gleiche. Das ist. Ach. Du musst echt nur die. Okay. Die positive Nachricht, jetzt ist unser Überbleibsel natürlich deutlich näher und greifbarer, als es das vorher war. Das Schlechte ist, wir haben das Überbleibsel wenig. An anderer Stelle verloren. Ja. Gut, wir nehmen, was wir kriegen können. Oder, warte, nehmen wir das. Dann sag ihm gute Nacht. Zwei, und dann können wir nochmal auf der Karte schauen, ob vielleicht... Vielleicht gehen vier. Das andere noch drei, vier. Ja, geht. Eins, zwei, drei, vier. Und das war's. So, was meinst du, ob das noch da ist? Ja, schau mal. Ja, ist noch da. Ja. Oh. Du hoffst das Gleiche, was ich auch hoffe. Ne? Ja, zu Recht. Wir hoffen, unsere Hoffnung ist begründet. Jetzt musst du nur nach oben. Schön. So. Freude. Ja, wenn ich denn da... Kommen wir. Nur kein Druck. Okay, also eigentlich jawohl. Schön, weil wir einerseits gerade einen Shortcut gefunden haben, andererseits unsere Leiche geholt haben. Mhm. Oder alternativ auch bekannt als... Meine Leiche. Sphärenwesen. Ach so. Ich dachte, du wolltest der Leiche gerne nein. einen Schuldschein geben. Nein, auch gar nicht. Dafür haben wir schon zu viele. Wenn man einmal mit Papierkram anfängt. Was mir gut gefällt ist, dass diese Waffe eben auch so unterhalb von der Plattform so schlägt. Ne? Ja. Dass man da nicht so, oh nee. Du musst schön. Nicht immer in die direkte Konfrontation. Genau. Du kannst auch die Reichweite dieses Kolbens ausnutzen. Das ist cool. Oh, cool. So, Speicherzeit, Speicherzeit. Macht euch bereit für die Speicherzeit. Glaubst du, das ist der Weg, um hier... Na, wir werden es sehen. Erstmal nach rechts, ja, ne? Ja, rechts, glaube ich, geht's. Ah, okay. Ich würde nach links gehen. Ja, aber hier setzen wir mal wieder ein Rot für... Ne, Blau für Spiegel. Ah, Blau für Spiegel hatten wir, genau. Und der? Ja, ja, rechts hast du. Oh, natürlich. Ist der Klassiker, ne? Ich sehe ganz genau, wie der Heribert vom Leveldesign gerade ja. sitzt und sich denkt, lustig. Genau so wollte ich's. Ja. Ach, Heribert, immer das Gleiche mit dir. Ja. Es ist auch... Diese Mühe. Der Fairness halber, wir springen ja auch echt mit einer ganz schön großen Kopferweiterung. Also, dass man da, dass wir nicht noch viel mehr an irgendwelche Ecken stoßen und an irgendwelchen ja. Wänden hängen bleiben, der Spielfigur hoch anzurechnen. Die muss den Kopf wirklich gut einziehen können. Ja, aber es ist natürlich auch, wir können die auch nicht als Mordwerkzeug einsetzen. Das stimmt auch wieder, ja. Also insofern gleicht sich das selbstverständlich wieder aus. Okay. Wäre eine spannende Attacke. Mhm. Der so, jetzt habe ich dich mal gesehen, du kleines Deckenvieh. So, da ist sicherlich wieder Rundlaufzeit. Oh, Blitzboy da unten. OG Blitzboy. Nee, doch nicht OG. Nee, das sind hier ist nur Mischform. Meinst du, das ist der so der legendäre Mystikschaden? Halte ich für übrigens wahrscheinlich. Komm, nimm doch mal das ja. Mystik-Teil und dann machen wir jetzt deine Studie. Also meine ja. wurde ergebnislos eingestellt, weil keine Daten wurden erhoben. Ja, aber wir sind doch beide relativ, relativ, guck mal, das ist nur geringfügig zerbrochen, ne? Stärke offenkundig. Ja. Also, es sieht nicht aus wie Geblitze, oder? Es sieht eher aus wie Magie und Magie ja. könnte in dieser ja. Welt, in der sicherlich Magie verboten ist, Mystik natürlich erlaubt.
Ja, gut. Bist bei etwas unter der Hälfte, also... Ja, ich nehme mal eine Flask, glaube ich auch. Hier ist aber wirklich nur Stachelvolk. Ja, unten links kann es noch lang. Oder? Ich glaube, da war noch. Ja. Das wäre natürlich geil, wenn jetzt... Also ich meine, du kannst halt den Weg da unten entlang laufen. Ach so, das kann ich. Schön versteckt im Zwielicht war der kleine Dietrich. Okay, die Musik ist... Die maximale Ausbeute an Wegen. Ja, schön. Also, gut, das ist offen, klar. Hier ist der Spiegel, hier interessiert uns gerade nicht und hier gehen wir weiter. Und da war, haben wir noch eine, da war noch ein Hindernisparcours, dem ich eben nicht nachgejagt bin. Ja, okay. Dann machen wir, ich gehe mal einfach nach unten. Ja, mach mal. Ich erstmal so, okay, gut. Alles klar. Ich gehe erstmal wieder nach Markierung, oben. Markierung, wenn es geht. Ja, die Frage ist, ob wir die tatsächlich brauchen. Weißt du? Weil das schreit ja danach. Da ist auf jeden Fall ein Aufzug. Du kommst von der anderen Richtung. Haust durch die Tür, dann machst du mit der Bodenplatte das andere auf. Oder? Ja, aber jetzt ist natürlich die... Na gut. Da musst du die Markierung vielleicht auch grundlegend nochmal definieren, weil wir wollen ja eigentlich auf die Karte gucken und wissen, ah, da haben wir nichts übersehen. Nicht. Ja, du hast sondern da ging es einfach noch nicht. Anton, ich liebe deine... Ordnende Acht. Oh, sehr das ist schön. Doch noch schöner. Wir haben ein Portal aktiviert. Ja, wollen wir durch? Ja, dann hast du es auf der Karte auch, oder? Ist es nicht jetzt auch schon auf der Karte gewesen? Ah, du hast recht. Da ist die Hand. Gut, 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 hervorragend. Ich wollte nur jetzt umgehen. Ist mir scheißegal, dass jetzt hier neue Leichen sich aus dem Boden erheben. Kommen aber, glaube ich, gar nicht. Das letzte Mal, als wir Portal gemacht haben und zurückkamen, gab es, glaube ich, keine neuen. Das ist erst, wenn du an die Schreine gehst. Aber meine Erinnerung von vor ungefähr anderthalb Stunden kann mich auch trügen. Ja, und jetzt haben wir natürlich diese Situation, dass es hier offenkundig für uns nicht weitergeht. Und aber ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Es kann auch gut sein, weil Teleport wir gehen jetzt hier hoch. Oder was hier vielleicht noch offen ist. Ne? Mhm. Das wäre doch jetzt dein Bestreben, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass es hier ein abgeschlossenes Kapitel gibt. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Das kann auch mal befriedigend sein. Das ist jetzt einfach erstmal erledigt. Ja. Und das Schöne ist, dass wir intuitiv hier ja eigentlich gar nicht rein wollten. Das war jetzt hier schon so ein Bonusgebiet. Aber natürlich mit dem Teleport hat es sich dann doch gelohnt. Ja. Kriegen wir das eigentlich zufälligerweise mehr, ne? Das wäre auch zu affig. Nee, leider nicht. Das haben sie schon ganz genau austariert. Aber da haben sie wenigstens haben sie sich die Mühe gemacht, es dann wirklich so drumherum zu bauen von den Abständen, dass man nicht das Gefühl hat, das ist einfach wegprogrammiert, sondern es ist tatsächlich einfach hier physikalisch nicht möglich. Finde ich gut. Mhm. Und zugleich hat es so eine angenehme Nähe. Also du hättest ja auch einfach sagen können, wir bauen direkt hinter die Tür diesen so einen kleinen Schalter oder sowas und dann weißt du, ah, da muss ich irgendwann von der anderen Seite mal rankommen. Aber nein, es wirkt so fast erreichbar. Ja. Hatte das... Nee, hier hat mir... Das macht einem meinen Mund wässrig. Da sind die Spiegel. Spiegel eigentlich. Haben wir dann eigentlich gerade ein Dings vergessen? Was meinst du? Dann müssen wir hier doch eigentlich einen roten setzen, oder? Ja, ich glaube schon. Das haben wir nämlich dann nach deiner durchaus bestechenden Logik nicht getan. Insofern ergibt es dann... Ist aber auch schön. Diese auch schöne Animation. Ja, aber das ist. Aber das ist noch schöner. Das ist einfach so richtig. Das hat so eine Fiesheit, die gefällt mir. Das sind solche Details, die dann Spieler auch einfach einprägsamer machen und die es dann auch entscheiden können. Ja, es ist so eine ganz Liebe zum Detail, die zu dieser. Zu dieser Welt einfach total passt, diese Art von so. Ach, oh, ein Schwierig. In den See. Grausamkeit, ja. Und so, hier bin ich doch dahin. Da kamst du her und bist dann da unten verstorben. Ja, und da hatten wir nämlich gesagt, ach, guck mal hier. Da war die Glocke, richtig. Ja. Guck mal eben auf die Karte. Wir haben jetzt ja eigentlich viel auch erledigt. Was kann die denn jetzt noch machen? Ich denke hier, den Zwischengang. Da oben? Nee, ich glaube, die macht nur das hier. Ach, die Kette. Ja, genau. Stimmt, da war ja diese Kette. Das ist das. Okay, ja.
Nee, Kette leider überhaupt nicht davon beeindruckt worden. Da hatte ich es gedacht, das sei so. Aber sonst haben wir auf Weg wirklich nichts gesehen, ne? Dann ist auch hier noch eine rote Markierung zu setzen. Ja. So blöd das ist. Ja. Nein, aber du hast, das ist wirklich gut. Und wenn man das konsequent macht und um wirklich nur um zu wissen, hier geht es jetzt für uns nicht weiter. Egal ob Shortcut oder was. So, und hier hatten wir. So, nach links, da genau. Geht es. Gut, da geht's einfach noch her. Wahrscheinlich ist das jetzt. Ja. Irgendwie in der Struktur, wir gehen ein Stück nach rechts, dann kommen wir gleich in der Ebene drüber wieder nach links gerannt. Ich geschnetzelt wie beim Metzger. So ein schönes Zürcher geschnetzelt. Oh, oh, was ist das? Baumbart? Ich glaube, Baumbart, böser Cousin. Ja. Oh, das war ein Mini-Blitzi. Das ist. Ist der verkleidet als Pinnwand? Guck mal, da unten die Zetten. Ja. Das ist Tor der. Oh, Finish. Oh! Schade. Egal. Oh. Ah. Geil. Penitent One. Oh, oh, jetzt sind wir im viktorianischen London. Die Turmkrone. Geil. Besuchen Sie unsere fantastische Stadt und genießen Sie die lokale Fischspezialität. Pasta und Wein. Warum mit weniger zufrieden geben? Ihr Vaslatikov. Ach, er wieder. Ja, da war, Erwin war aber auch nicht so. Oh, der hat aber neue Tricks gelernt, Erwin. Naja, das letzte Mal, als wir gegen Erwin gekämpft haben, hatten wir so einen kleinen Vorsprung. Und da war er mit all seiner Flügelkraft trotzdem nicht in der Lage, mal ranzukommen. Stimmt. Ah, schade. An sich gut. An sich fast tot. Flask, Flask. Eieiei, vor allem, dass eine Todesblitze am Start noch. Gut, lass mich kurz überlegen, was hätte ich besser machen können? Also, abgesehen davon, warum ist da oben noch mal der Turm offen? Ich muss auch mal zurückgucken. Ich bin da rot setzen müssen. Ja. Ah, okay. Wir sind uns einig, hier brauchen wir jetzt keine Markierung setzen. Nein, weil das ist schon okay. Teil dieses. Das aber wir sind hier, glaube ich, gerade in der Welt zum zweiten Boss. Ja. Jetzt ohne Baum. Es geht also auch. Also hier musst du einfach richtig smashen, weil sie. Gott. Was? Wir mussten mal die Jugendwörter in der letzten Tagesschau nachgucken. Smashen? Smash. War das ein Jugendwort? Ja. Was ist das? War zur Wahl. Ich hab, aber du hast es im Prinzip hast es nicht ganz falsch verwendet. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich kenne Smash halt als richtigen. Wie wird denn Smash als Jugendwort verwendet? Das ist mir tatsächlich gerade nicht. Also wie fast alles, es hat einfach 70 Millionen Bedeutungen. Okay. Also selbst, ich bin ja selbst auch schon raus. Wir müssten jetzt meine Schwestern anrufen, die sind nochmal 4 Jahre jünger, die könnten dir dann noch weiterhelfen. Für mich wäre Smashen jetzt im Sinne von was, ne? Smashen, kaputt machen. Ja, gibt's auch, ja. Ha! Ist das nicht schön? Jetzt können wir gleich das Rote entfernen. Das ist wirklich schön. Wir haben jetzt wirklich einen richtig geilen Shortcut hier. Och, top. 31% auch schon vom Spiel geschafft und gesehen. Ja. Stand da oben, ja. Das ist schön. Aber ich musste vor allen Dingen deswegen lachen, wie gesagt, du hast es gar nicht falsch verwendet. Ich kann einfach das nicht mehr hören in meinem Kopf, ohne dass ich die Tagesschau spreche. Ach so. Ich habe aber das gestern tatsächlich auch gesehen. Nee, bei ich habe es auf irgendeinem Social Media Ding, das Snippet davon. Ja. Jetzt steht sie zur Wahl, abstimmen und diese geile Auflistung von Susanne Daubner ist das, glaube ich, ne? Die das so geil spricht dann, ja. Das war ja dann letztes Jahr die Abstimmung. Oh. Smash. Sass. Aber da war doch wirklich irgendwas dabei. Warte mal ganz okay, kurz. Das ist jetzt aber eher wie ein 2.0. Wollen wir denn links diesen Weg gehen? Erstmal? Oder gehen wir. Ach, das. Ja, wenn du den jetzt gerade schon eingerichtet hast. Gerade wenn der. Jetzt musst du neu einrichten. Ja. Aber dann. Kam der Schattenmann. Hopp. 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 Zündete die Lampe. Ah, das war ein ganz kleines bisschen zu konservativ. Und langsam. Ach ja. Der direkte Weg. Oder warte mal. Ne, ich muss ja da dran stehen.
ist denn eigentlich das da für eine Plattform noch da oben mit diesem komischen Kranz? Naja, finden wir nachher raus. Schön, schön, schön. Ah, ah, na klar, hier kommt jetzt noch Feuerballmonster. Oh. Schriftrolle des Ältesten. Das ist geil. Also, das ist ja besonders. Ist auch ein Questobjekt. Manuskript des griesgrämigen alten Mannes aus dem Weiler der goldenen Knoten. Es enthält eine Liste von Namen, durch die das Pergament von oben bis unten mit Tinte bedeckt. Vielleicht etwas, was wir unleserlich, nervösen, wie unberechenbaren Handschrift. Wie das Dokument aus Moria. Ich dachte, es ist vielleicht etwas, was wir dem Bildhauermann geben können. Ja. Und dann denkt der sich, wow, jetzt habe ich ganz viele neue Sachen, die ich basteln kann. Hervorragend, vielen Dank. Hier, ich hab dich lieb. Mhm. Ganz viel tolle Sachen. Vielleicht funktioniert meine Welt ein bisschen zu einfach. Ja, aber ist so ein attraktiver Gedanke. Das muss ich ja sagen. Wollen wir das markieren? Aber glaubst du denn nicht, dass wir gleich irgendwie vielleicht einfach wieder... Ja, doch, doch. Kann, also, kann gut sein. Diese Holzbrücken sind mir halt einfach... Also manchmal traten die bisher als unüberwindbares Hindernis auf. Und deswegen glaube ich, es muss irgendwann ein Skill geben, wie wir die wegkriegen. Das glaube ich auch. Und deswegen glaube ich, hier wäre mir ein bisschen zu... Ah, Arschloch! Okay, der Druidika-Move ist auf jeden Fall neu. Gegen die kannst du wahrscheinlich auch gut das Gebet einsetzen, den Feuerteppich. Gegen die Geister? Achso, ja, gegen die Fliedibussi. Genau, gegen Erwin. Ja, das kann sein. Gegen Erwin Flügelmann. Oh, das sind die Mystiker. Nein! Das ist der Rollbär. Wir spotten ja immer wieder ein bisschen über die vielfältige, komplexe Benennung, aber wir machen es uns, wir kriegen das auch selbst ganz gut hin. Ja, ja, absolut. Schon ein kleines Wiki, was jetzt anlegen. Nicht ganz so, ist vielleicht nicht ganz so. Ja, noch nicht. Ja, das geht. Oh, der hat aber dazugelernt. Also die Plattform federt ab, das kann auch sein. Aber da hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht, dass da noch mal eine Kleinigkeit für uns aufgebahrt ist. Mhm. Okay. So, Glocke. Das ist klar. Oh. Schönes Detail. Ich hau hier alles kaputt. Da hab ich dich neulich auch in der Innenstadt gefunden. Ja. Eine der sinnlosesten Sachen, die man irgendwie in der Jugendzeit macht. Also Baustellenschilder klauen ist so das eine, das kennt fast jeder, aber auch so versuchen, irgendwelche Laternen auszutreten. Das fand ich, das war immer sehr verzweifelt. Ich hab's nie gemacht, aber ja, es war auch nicht so meins. Also nicht, weil ich, ja, sowas. So total dumme Scheiße bauen, das war eher, ach, guck mal. Oh. Eher kein. Mal gucken, ob jetzt. Wie schön, dass ich dich treff. Eins. Siehst du? Zwei reichen nämlich jetzt. Hat schon gar nicht plus mehr 15. Zu kämpfen. Toll. Oh, es tut mir leid. Naja, ist gut. Ja, du bist ein bisschen leid, weil du gehofft hast, gleich ans Pad zu kommen, was auch legitim gewesen wäre. Ja? Ah, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nur? Jetzt kurz vor 7. Was ist denn? Bei uns hier. Bei euch wahrscheinlich nicht. Ja. Und falls doch, ab in die Kommentare. Ja, schade. Aber das tut auch so gut, das kann man auch nochmal einfach machen. Also ich muss sagen, mit diesem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sie nur zwei Hiebe brauchen statt derer drei, ist da jetzt viel Spaß dabei. Immer diese Frage erst nach rechts. Aber oben. Erst nach oben. Gesundheit natürlich. Danke dir. Das ist mal Priorität 1. Priorität 2 wäre für mich, wir gehen hoch. Denn mir wurde versprochen, wir kommen da gleich von oben ja wieder an die ganze Brückengeschichte ran. Ich weiß, du bist da ein bisschen, du glaubst mir noch nicht. Aber doch, weißt du, was dir. Ich glaube? Dass das der Weg Richtung Boss ist, nach oben. Und hier noch geiler optionaler Loot. Nur mal einmal rein. Ja, okay. Oh! Neue Waffe erhalten. Okay, das war der... Rego al Alba. Das ist die... Weißt du, Theorie.
Erstmal mit der die Ruego Al Alba ist die ausgewogenste Waffe in eurem Arsenal. Mit dieser vielseitigen Waffe, mit ihren grob gezackten Klingen, können mächtige Angriffe kombiniert werden und ohne dem Feind einen Moment der Ruhe zu gönnen. Durch einen Blutpakt können die Wunden des Trägers geheilt werden, wenn ein Feind verletzt wird. Sehr gut. Oh. Okay, guck mal, der kann so einen Bodendash. Schön. Und weißt du, was wir mit dem Bodendash kaputt machen können? Genau, die Holzbrücken. Geil. Theorie. Gute Idee. Und der kann auch parieren. Ha. Ah. Boah, hätten wir uns gerne. Ja, hätten wir alles gewusst, wenn wir das im Tutorial. Okay, aber pass auf, dann hat quasi unsere Keulenwaffe hat quasi auf RB, das war ja die Taste, ja, Spezialfunktion Feuer und dieses Ding hat Spezialfunktion, kann auch Angriffe ab. Genau. Okay. Was war der Wechselbutton? LB. LB. Achso, ist ja völlig falsch. Genau. Okay, das fürs Parieren ist cool. Sehr knapp. Ja, ich glaube, das ist nämlich hier, um Dinge freizuschalten, da. Okay, bin ich mal gespannt. Das ist natürlich jetzt fast schon eine kleine Machtdemonstration deiner Einschätzung gewesen. Ich bin beeindruckt. Ja, pass hier, pass auf. Wenn es hier klappt, ne? Fuego. Al Alba. Okay, doch nicht. Ach so, ja gut. Yeah. Eine gewisse Höhe, so. Ja. Hä? Doch, ja, doch. Aber das ist ja, nee, es hat ein bisschen. Das bringt was. Blutet, ne? Geh mal noch näher ran. Vielleicht, nee, das reicht noch nicht. Die Höhe ist noch nicht groß genug. Scheiße. Aber praktischerweise haben wir ja hier. Hier, jetzt aber, pass auf. Okay, das war schlecht. Okay, aber auch das ist ja. Wir wären wohl eh gleich da entlang gelaufen, weil du kommst da ja auch gar nicht weiter. Genau. Der Raum ist nur für diese Funktion designt. Gefällt mir. Das finde ich auch gut. Und daraus lernen wir. Scheiße, wir hätten grün nehmen sollen für Holzbrücken. Jetzt, wo wir das wissen, weißt du? Ja, stimmt. Weil daran erinnere ich mich. Da weiß ich schon nicht mehr. Doch, das war ein Shortcut, also ein vermeintlicher. Mhm. Hier vielleicht. Nee, das war die blaue Wand. Also die blaue Wand mit der Glocke. Die Kettenwand, ja. Ja. Und dann wird es schon. Da weiß oben ich nicht mehr. War also, mindestens eine Kettenwand auch dabei. Und hier ganz am Anfang. Da gab es so eine Stelle. Ja, das ist ja wirklich noch frühestes Mittelalter, mehr oder weniger. Da aber waren wir noch gar nicht aufgeklärt. Da hoffen sie, dass wir es vergessen haben, mein Lieber. Die hoffen, die setzen aber nicht darauf. Mit uns. Und wir wissen, das haben wir uns. Und da wird Bagatell gut dahinter sein, leider. Ja. Okay, wir gehen nochmal nach oben. Nach oben, nach oben. Schön, dass ich auch mal recht habe. Ich gönn's dir. Ich glaube aber auch mal ist hier nicht die treffende Formulierung. Das mag schon eins bis zweimal passiert sein. Mal gucken. Okay, okay. Ist natürlich, macht viel weniger Schaden. Musst du dich jetzt erstmal dran gewöhnen. Oh, ich will mal parieren üben. Ja. Ja. Was war das pariert? Ich glaube schon. Also du hast auf jeden Fall nicht den maximalen Schaden genommen. Mhm. Das kommt wahrscheinlich dann schon noch auf Timing und auf Platzierung an. Ich probier's mal. Ja. Aber das ist natürlich jetzt auch undankbar mit Erwin und. Nein, falsch, ihr pass auf. Ah, okay. Hätte ich mir fast ein bisschen mehr erhofft. Aber das ist schon geil. Habe ich denn durch den heiligen Blutpakt jetzt eigentlich. Pass mal, das probier ich nochmal. Ich glaube, ich habe keinen Schaden genommen, oder? Gerade die zweimal. Ich habe gerade pariert. Also das siehst du natürlich nicht so genau. Sorry. Ich habe es gerade probiert. Da kam so ein komisches Grünes. Vielleicht wäre das auch ein geiler. Wer weiß, was für geile Kontergeschichten da kommen. Wenn du jetzt nachher noch anfängst, während der Fights irgendwie die Waffen zu wechseln. Junge, Junge, Junge. Ich befürchte allerdings auf der gleichen Seite, dass das bei manchen Bosskämpfen auch nötig sein wird. Also, dass du die Patterns lernst und dann immer mal wieder die Waffen switchst. Scheiße. Okay. Und hier sind wieder Spiegel. Oh. Gut. Ich muss mal gucken, ob du da rechts an den Spiegeln noch vorbei irgendwo hochkommst. Ich befürchte fast, hier sind wir erstmal wieder am Ende. Ja. Sind wir. Okay, dann setzen wir uns, weiß ich nicht, Schatz. Also rot oder Schatz. Ich würde Spiegel setzen, meinst du nicht?
Also Spiegel. Ach ja, blau oder Schatz. Ja. Okay, aber wir können ja noch nach links. Wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Aber ich glaube, als Grundwaffe ist mir die jetzt doch noch lieber. Aber ich finde es schön, wie unterschiedlich die sind. Also bei der Ausgewogenen kommt eine Parierfunktion dazu. Skill kommt direkt mit zum durchs Spiel kommen. Okay, also wir können nach links. Wir können da oben mit der Plattform noch irgendwie arbeiten. Wahrscheinlich, wenn du die in der Mitte. Ja. Oder so leicht. So. Ja, aber das bringt mir nichts, weil ich da eigentlich nichts machen kann. Die fahren zurück! Dann bringt es mir natürlich doch sehr viel. Ein Gas. Boah, wir werden wieder zugeschissen mit Galgenblut gerade. Erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden geringfügig. Aber nur geringfügig, genau, weil das andere war ja. Ich weiß gar nicht. Ja, den hatten wir auf jeden Fall. Das ist mehr Ohrring der Reue. Den haben wir uns schon gegönnt. Nun, dann gehen wir doch hin. Das könnte, wenn man jetzt die Theorien, die wir bisher hatten, weiterspinnt, ein Hinweis darauf sein, dass es wirklich Mystikschaden ist, mit dem wir bisher zu kämpfen haben. Denn warum sollten wir erst jetzt ein Item gegen Blitzresistenz finden, wenn nicht hier in dem Gebiet, das auch langsam relevanter wird? Jetzt pass auf, ich will. Ah, das war nicht gut. Das war richtig scheiße. Mach die Dings, ne? Die andere Waffe. Oh! Ach ja, ich dumm. Ich dachte schon, warum klappt das nicht mit dem Parryen? Nimm mal eine Arme, du hast keine Flasche. Ich will's jetzt wissen. Pass auf. Ja. Oh ja. Na, schade, Colin. Gut, du bist dran. Okay. Was haben wir noch? Haben wir noch 10 Minuten? Ja, komm, 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten. 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten haben wir noch. Dieses Gefühl habe ich auch gerade. Erstmal hier von oben, dass hier ober so eine Holzdecke ist, weißt du, die man durchspringen kann. Ah, oh ja, das irgendwie kann sein. Irgendwie so ein das bisschen. Das kann sein. Alles klar. Vielleicht ist auch totaler Quatsch. Aber irgendwie dieses Gefühl, dass dazwischen irgendetwas ist. Was hier ist sie hoch? Ach, warte. Ich weiß nicht, wie das sich hier anfühlt. Vielleicht sollten wir hier noch eine Markierung setzen. Und zwar den Bengel. Den Bengel? Ja. Gute Idee. Einfach weil. Warum nicht? Geht das denn? Das war ja bisher gerne mal relativ schwierig, zwei Markierungen in einen Raum zu quetschen. Will man? Macht da nicht so wirklich. Da oben könnte ich ihn, aber da ist er dann irreführend wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht wissen wir auch. Nee, den hatten wir. Vielleicht werden wir uns erinnern in 10 Folgen noch. Mm-hmm. Ja, bestimmt. Okay, gut. Ich versuch's auch mal. Ja. Nein! Ja, man darf. Das Problem ist, dass du immer noch bei der Berührung natürlich Schaden nimmst. Ja. Mich gar nicht um ihn teilen müssen. Ja, mach ruhig, kannst du ja. Aber du hast gerade schnell den normalen Attacke gedrückt, ne? Dann war das ein Konter, ein richtiger. Ich denke. Ja, hol dir doch die Flasche zurück. Das ist doch das. Und dann ist er ja auch wieder da. Ja, wie du willst. Mir kommt gerade nur wieder eine extreme Form von Falschgeist. Wo ist denn eigentlich Schienen hier rechts? Das ist ja noch einer von denen. Mhm. Ach, warte, weißt du, was wir ausprobieren? Aha. Nee. Ah, das kann der! Na gut, das kann ich auch. Aber die Doppelkeule ist dann doch ein probates Mittel. Auch wenn es sich natürlich einfach ehrenhafter anfühlt. Ne? Ja, diesen das ist richtig. Schönen alten Konter. Aber ich finde, die verhalten sich auch nicht unbedingt nur ehrenhaft. Ja, da hast du auch. Das ist hier. Da wollen wir hoch. Das ist hoch, ja. Okay, alles klar. Die gefällt mir gut. Das ist jetzt schön. Das finde ich doch auch erfreulich, dass man so seine Waffe zu tragen. Willst du vielleicht einmal links gucken, wenn wir schon da sind? Kann ich auch machen. Weil da dieser Aufzug irgendwie noch. Ah, okay. Da muss ich gleich von oben, glaube ich, dann lang. Ich freue mich jetzt schon. So. Da oben links, oben ne? Links. Da waren deine sterblichen Reste. Oh. Ne? Machst du nicht? Doch, jetzt. So, ist lieber Mann. Ja, der macht doch von unten einfach hier die Keulen. Ja, das ist eine sehr schöne Keulenrotation, Idee. Oder? Das ist natürlich. Spielen wir nicht auf Nummer sicher. Wenn er denn sich so weit. Ja, das ist wieder das Thema, ne? Hallo? Eine schöne Pattsituation. Ja, ja. Na gut, dann muss er halt wohl dann doch mal ran, ne? Geil, dieser
und dann, ja, komm halt. Na! Ah! Sah ich da schon wieder jemanden laden wollen? So. Nix mit Laden. Schön. Trauma. Ja, macht er nicht mehr? Na gut. Dann eben ohne Finish. Okay. Bleibt die stehen? Okay, die bleibt sogar stehen. Ach, kannst du, okay. Das heißt, ich konfiguriere die hier hin. Ja, aber du kommst dann auch nicht dran, glaube ich. Du musst erstmal tiefer. Aber es macht ja nichts. Guck mal, ich habe links eh voll. Da kommst du aber auch nicht dran. Nee? Das ist doch zu tief. Oder kommst du da dran? Dann ist sie wahrscheinlich. Ist sie denn dann gut aufgehoben? Hier so, oder was? Ich hätte gedacht, du musst auf die ran, um erstmal ans OE voll zu kommen. Aber da. Ah! Ach, ja. Du hast ja völlig oder? Da ist ja oder noch kommst eine. Du so ans Efeu? Nee, wahrscheinlich hast du recht. Da ist ja auch noch eine zweite Statue da oben. Und damit kann ich mir das Ding dann ja zurückholen. Soll ich den Aufzug einmal eben nehmen? Wenn der jetzt auch. Ja, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das. Dann haben wir, dann haben wir den auch Verbindung eingezeichnet. Ah, im Aufzug kann ich die Waffe nicht wechseln. Das ist wahrscheinlich gegen die Policy. Ah, nee, das ist so. Und jetzt. Aber das wäre interessant, ob das reicht. Kann ich nämlich. Ne, wie geht das? Nach unten und Attacke. Unten drücken. Schön. Reicht. Und das klar. Ist der Weg von rechts, den wir eben hatten. Genau. Und jetzt, wie sieht es denn auf der Karte gerade aus? Ja, das ist eine vielleicht spannende so ein, Frage. Da. Vieles offen. Zeigt sich wahrscheinlich, da lugt eine Verbindung hervor. Möglicherweise. Oh, ein Händler. Händlersmann. Hallo. This crown of majestic buildings was built to study the awe-inspiring glow, but hinted at the shape of a basilica once witnessed by fervent worshippers. No one has ever laid eyes upon it again until now. So eine muntere Musik hier, ne? Das ist alles nicht so düster, nicht ganz so grottig. Ich verlieb mich auch sehr in den Hintergrund gerade. Ich frage mich sofort, diese Brückenpfeiler, irgendwie diese Baukunst. Ich würde gerne von einem Statiker oder einer Statikerin mal wissen, ob das funktioniert. Ein sehr guter Mörtel. Miracle-Mörtel. By revealing to us what has long been hidden, invisible and out of bounds. Cast your eyes upon our shop window. Ich weiß nicht, was ich von deiner Geschichtsstunde davor halte, aber irgendwo ist auch natürlich sehr nett. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden 6000, sehe ich gerade nicht. Aber meinst du nicht, dass wenn es nur einen Artikel gibt, der genau hier verkauft wird, ich spüre eine gewisse Relevanz in diesem Angebot. Na? Okay. Was wäre jetzt, wenn er so den Schlüssel dir verkauft? Und du hast auf meinen Weg gehört, dann höre ich auf deine Kauftipps. Anders gefragt, wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit haben. Ja, auch wahr. Bei ihm zu shoppen. Nachher hat er das in der Stadt nicht was angeboten. Mhm. Man weiß es ja nicht. Was haben Sie denn für utopische Wünsche? Ja? Haben Sie das von meinem Verwandten oben im Norden? Genau. Im Norden der Karte. Ah, that's my brother. Ja, nur ich dachte Unsinn eigentlich, im Kopf. Weil ihr gleich aussieht. Ja. Gebete. Ich wollte einmal durchgucken. Nee, immer noch. Oh! Da unten. Ja, kauft ihr was. Moment. Ach ja, klar, ja. Wir haben eine neue Waffe. Ja, ja. Aber. Hier ist auch noch Stufe 2 zu. Das war nämlich, was mich interessiert hatte, ob wir jetzt schon irgendwas. Leider nein. Das können wir denn nicht. Okay, das lohnt sich natürlich immer zu gucken. Einen schnellen Gegenangriff auszuführen. Ja, das hast du ja. Du bist ja ganz links gerade, ne? Ich glaube, das hast du, deswegen brennt er das Feuer. Mhm, hast du völlig recht. Drücke im letzten Moment RB, um einen vernichtenden Angriff auszuführen. Spricht, finde ich, ja gut, also, für den Kaufpreis von 5 spricht ein bisschen dagegen. 5? Oh, nee, Quatsch, 1. Nee, nee, 5 ist unsere Währung. Ich werfe hier alles durcheinander. Haltet bei gefüllter Anzeige RB plus X gedrückt, um Blutpakt zu aktivieren. Von Ruego Alba. War das nicht das, wo man dann Health zurückbekommt, dieser Blutpakt? Hatte er eben gesagt, die erklärende Stimme, ja. Purpurroter Kriegstreiber drückt oben X, um den purpurroten Aufstieg durchzuführen. Purpurroten Wirbel durchzuführen. Zeig mir das nochmal, bitte. Und schöner Ho-Uppercut. Ah. Ja, also wie du. Du
kannst du von mir so alles kaufen. Ich finde tatsächlich den hier, finde ich, so würde ich sofort nehmen. Ja, weil der ist doch, den können wir auch mal zufällig aktivieren. Do it. Den nimmst du auch. Guck mal, wir haben 4 Martyrium. Bei gefüllter Ans. Ja, okay. Ich würde die jetzt, oder? Ja, ich kann das nicht. Ich finde es gut. Vernichtenden Angriff mit übermenschlicher Geschwindigkeit. Ja, da weiß ich nicht, wie häufig du den Blutpakt aktivierst. Nee. Und dann muss man da wir noch. Wir nehmen den hier noch. Ja, finde ich gut. Für 2, aber ist der, ne? Super. Ist okay. Gut. Vielleicht ist das auch für Wege gar nicht so uninteressant. Mhm. So. Moment. Hoch, runter. Hoch, runter. Aber das Hoch konntest du vorher auch schon, ne? Das haben wir, glaube ich, nur ausprobiert. Also, das kann gut sein. Ist ja nach oben einfach nur normal. Nö, da gehe ich auf Distanz. Ja, ein Schlag mal. Oder 2. Ja, dumm. Dumm! Ja, es war nicht. Von allen Entscheidungen, die ich treffen könnte, ich die beste. Aber auch nicht so schlecht. Interessant, die haben ja gar keinen Bock. Ich will, kannst du, darfst dich heilen. Genau, wunderbar. Ich kann sagen, es ist keine Schande. So. Guckt immer mal wieder auf unsere Mikrofone, ne? Nur das hier, falls ihr euch fragt, was macht der denn Mann da? Warum guckt er immer so panisch? Hat er was? Hat er Angst, dass Colin bemerkt, dass er sich eingestuhlt hat? Zum Beispiel. Ich hab auch schon natürlich der erste Gedanke. Ah! Bin ich der Einzige, der die mangelnde Körperhygiene bemerkt? Ich hoffe ja. Oh, Kacke, Alter. Die sind, die bleiben. Mhm. Bleiben meine Feinde. Sind schon nicht die Feinde. Und du machst natürlich den Auflader, obwohl er nicht nötig ist, weil er schon fast tot ist. Aber es tut gut. Ja, da musst du halt wieder in den Infight. Ne? Auch das ist so. Das war auch hier so ein Blitzboy. Oh ja. ich habe es erforscht und ich kann es bestätigen. Oh, jetzt habe ich natürlich keine Flasks mehr. Das ist schlecht. Okay. Ja, gut. Der Boy wartet da. Der macht gleich seinen ungeduldigen Stampfer bestimmt auch. Diese Flammen sind. Die sind tun auch dir weh. Aua, okay. Ja. Und nein, du kannst sie nicht besiegen. Nee, habe ich schon mal versucht. Also, ich. Wenn ich du wäre, würde ich das durch. So. Ja, und das angreifen war, lassen, durchdashen und von hinten ihm einen mitgeben. Genau. Ich wollte es umsetzen, in dem Moment hatte ich ihn aufgeladen. So, komm, einen probieren wir noch. Scheiße. Und dann setzen wir uns auf jeden Fall mit Blick auf die nächste Folge, würde ich sagen, eine Markierung. Wo wir hinwollen. Weißt du? Ja, das finde ich gut. Ich habe eine Bitte. Ja. Wenn du gleich da oben bist, ja, darf ich den Messdiener machen mit dem Schwert. Ich muss mir hier mit einem kleinen Hype ausgehen. Das war genau das, was du. Ja, ich verstehe das. Ja. Boah, stark. Ah. So, hier hoch, ne? Ja. Und dann hier eben. Wobei du hättest jetzt wahrscheinlich sogar noch einen anderen Weg nehmen können. Wegen des Shortcuts. Nee, das ist hier der Shortcut. Genau. Die Shortcut. Und hier sind wir aber dann weiter, ne? Genau, da links durch. Aber genau, weil wir das oben alles ignoriert haben. Ja. Für den da müssen wir später nochmal hin. Ah, okay, auf dich reagieren sie. Autsch. Ah! Dann hol ich den Flask, ja. Warum haben die denn bei dir eben so handzahm? Die? Wunderschönheit. Ja, das kann natürlich sein, dass sie einfach von der imposanten sind. Achso, das ist richtig Quatsch. Dina 1 und da hinten hast du dann noch einen. Achtung, Blitz. Gut gemacht. Komm halt. Man darf nicht zu spät wegdashen, dann ist man nämlich nicht mehr in Reach. Ja. So, und du wolltest den jetzt gleich umbringen? Ja, mach ruhig den Blitzmann noch, also sonst wie du möchtest. Aber ja, ich möchte mich an den Messdiener rächen. Wenn ich das vermag. Okay, dann wenn ich das vermag. Gut. So, mit dem Boy hier. Du willst ihn parryen, ne? Ich will ihn parryen, ja. Ja.
Oh, Moment. Das war jetzt das im allerletzten Moment. Ne? Ja. Geil. Hammer. Das so. Ja, du darfst auch ruhig. Ich spiele doch. Komm. So, jetzt Schnellspeed. Ich bin mal gespannt, ob es auf Anhieb klappt, weil da brauchen wir ja ein gewisses Fenster jetzt wahrscheinlich. Wird genauso getimt sein. Jede Verzögerung, aber ja, er macht es gekonnt. Sehr gut. Butterweich. Ist auch schön, dass sie dann dauerhaft offen sind. Das ja, in der Tat. Einfach auch ein gutes Gefühl. Ja, okay, die Aufladeattacke ist es. Ja, so eine Mischform wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ja, das reicht nicht. Ja, dann müsste das echt so Maximus sein. Oh! Hör auf. Nein! Quatsch! Junge, was mach ich denn? Falscher Button. Schön! Endlich mal mit dem richtigen mit dem Streitkolben gegeben hier. Ah, shit. Was war denn da? Da rechts war noch ein Durchgang, oder? Mhm. Ah! Bitte, mal schaust du noch mal einmal Kärtchen? Achso, ja. Bei, genau, links ging es ja noch hoch, da war so ein Holzding. Genau, da geht es auch in die Richtung. Wir können auch da runter, wenn ich das richtig sehe, und haben verfüllen dann hier das. Mhm. Ist jetzt die Frage. Ich könnte auch hier runter, dann den Gang und da wieder safen. Oder ja. Ich fahre halt da hoch und gucke, ob da noch eine weitere Speichermöglichkeit verborgen ist. Was meinst du? Ich würde sagen, du guckst einmal, was da oben ist. Falls mich das hier interessiert. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, das wird so erschlossen können mit einem geilen Sprung. Oh, was schaffst du? Von links. Von links? Ja, mit dem Saftsprung. Aber wie lande ich da? Die Plattform muss hoch, die musst du hochschicken. Ah, mal. Ja, 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 das ist es. Das ist es. So, da fährt die Linie jetzt auf die Höhe. Das ist Bam. Okay, und jetzt? Und jetzt müsstest du vielleicht X runter. Einfach, genau. Ach, Dreck, Junge. Nein, nein. Einmal hoch, und runter noch unten, und X. Genau. Ja. Besser, Lord. Und da bewegt sich dann die Plattform jetzt künftig hoch und runter. Das ist schön. So, dann könnten wir da oben noch mal einmal den Aufzug vielleicht aktivieren und gucken, wo er hinfährt. Ja. Dann müssen wir nämlich leider auch für diese heutige Folge langsam aber sicher zum Ende kommen. Ja. Es ist einiges, was wir hier noch zu erkunden haben. Und wir sollten uns gleich eine Markierung setzen, vielleicht das Fragezeichen, weil uns das sagt, wo wir da landen. Wollen wir einfach mal. Ach, das ist aber wirklich eine. Das ist eine Art und Weise, wie diese Level gebaut sind. Es fühlt sich einfach befriedigend an. Es ist wie der Käse, der vom Messer zerteilt wird. Einfach eine Freude. Okay. Findest du nicht? Es ist so unglaublich belohnt. Ja, es ist nicht schlecht, das Level-Design. Wirklich deutlich besser. Die haben alles verbersert. Im ersten Teil. Hammer. Und siehst du, und jetzt freuen wir uns darüber, dass wir keine überflüssige Markierung haben. Richtig, richtig. Ja, wo safen wir denn jetzt? Ja, wo safen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir setzen da das Fragezeichen bei der Hand. Okay. Oder daneben. Weil, oder wo du möchtest. Ja, also, ich würde auch hier hoch. Also das wäre jetzt auch für mich der Weg der Wahl. Genau, da setzen wir das Fragezeichen. Und dann gehe ich jetzt. Du könntest jetzt nämlich dann einfach tatsächlich zum Speicherpunkt. Oh, die Erwins. Ja, zur Hand gehen. Das mache ich mir vielleicht. Also speichern in die Stadt. Ach so. Mit der Hand zur Hand reisen und da machen wir Schluss. Das war dein Gedanke. Okay. Das ist eigentlich auch total Wumpe. Du kannst auch einfach hier aufhören. Nö, fahren wir in die Stadt. Nicht gut. Obwohl, wir wollen ja gar nicht in die Stadt, wenn du kommst. Ja. Ach, sehr egal. Das Fragezeichen, da kommen wir jetzt schnell hin. Ja. Genauso soll es ja sein. Das ist eine sichere Nummer. Wenn wir jetzt zurück in die Stadt reisen, ich muss dafür den Gang ein Stückchen runter. Ja, das ist wieder dieses etwas. Hier. Ja, ja. So. Das ist schön. Gut. Joey! Und ab mit uns ins Abenteuer. Ja, haben ordentlich Progress gemacht, haben richtig schön was vorwärts gebracht. Neue Skills, neue Levels, erster Boss gelegt. Ich bin gespannt. In der nächsten Sendung. Einmal runter. Ja, ein Drittel. Etwa ein Drittel vom Spiel haben wir. Ja.
laut das Anzeige. Ist, ja. Ob wir dann am Ende die 100% erreichen werden, ist ja eine andere Frage. Wahrscheinlich ja. muss man dafür nämlich nicht bloß den Endboss töten, sondern auch noch ein bisschen mehr machen. Ja, das ist immer die Frage, wie viel Spaß man da noch hat. Und aber mal gucken. Es macht Spaß, es ist toll. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ihr könnt es gerne mit einem Kommentar eurer Wahl, der natürlich im Idealfall positiv ist, mit einem Daumen hoch. All das sind die Dinge, die uns sehr, sehr, sehr erfreuen und motivieren, auch Folge 4 in ähnlicher Freude zu begehen. Genau. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.